Gut, wenn du mir dennoch einen Bildschirm gibst, oder kann ich mit denen nicht? Ja, ich sage erstmal schönen guten Morgen Achso, an ja. alle und willkommen zum heutigen Webinar. Ja, Heiko Behrendt, Live Trading bei FX Lab. Referent heute ist ja auch schon im Titel zu erkennen, ist wieder Heiko Behrendt. Schön, dass du auch wieder da bist, Heiko. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße den Namen von FX Lab. Der Heiko ist schon voller Taten dran. Deswegen mache ich ganz schnell noch den Risikohinweis. Der muss natürlich an der Stelle sein. Bitte das Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken. Ja. Nelson, du stopp. Ja. Du musst da auf Play drücken beim Bildschirm, weil es ist noch der Startbildschirm zu sehen. Okay. Also nach meiner Anzeige ist hier der Risikohinweis zu sehen. Ja? Können vielleicht, ja, also Risikohinweis ist zu sehen. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Dann sage ich noch ganz schnell was zum Risikohinweis, dann übergebe ich den Bildschirm. Vielleicht funktioniert es dann bei dir. Also, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das wollte ich noch gesagt haben. Ja, der Dirk sagt, vielleicht brauchst du mehr Kaffee, Heiko. Und ja, wie gesagt, nicht bitte als Empfehlung verstehen die heutige Veranstaltung. Dann übergebe ich mal den Bildschirm und hoffe dann, dass du auch alles korrekt siehst. So, dann machen wir es mal. Test. So. Wir sehen deinen Bildschirm. Funktioniert. Jawohl. Super. Dann wünsche ich viel Gut. Erfolg und viel Spaß. Jo. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, alles. Jetzt habe ich gerade ich habe gerade auch was gelesen. Ja, gerade einen Faden verloren. Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading bei FX Flat. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, was möchte ich heute mit euch so ein bisschen machen? Ich möchte so ein bisschen einfach meinen Handelsstil vorstellen, auch zeigen, wie ich persönlich den Stereo-Trader nutze und bin auch dann auch bereit, auch durchaus da, wer Fragen hat zum kurzfristigen Trading oder warum ich was wie handel, denn zu beantworten. Ja, müssen wir mal sehen, wie die Volatilität ist. Der Dirk hat es ja gestern ziemlich schlecht erwischt da mit seiner Volatilität am Vormittag im DAX. Der hätte eher von 18 bis 20 Uhr machen müssen, denn wäre richtig was hängen geblieben. Und ja, das ist natürlich dann, ich muss jetzt auch mal gucken. Ich habe schon ein paar Trades abgefeuert für heute. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich habe hier die Long-Seite gehandelt. Mal die Trades hier einblenden. Gehen wir hier auf die Trades ein. So, das sind die Trades von heute. Also ich habe bis zur Oberkante gehandelt, aber das können wir ja gleich dann nochmal durchgehen. Wie ich da heute gehandelt habe, hier sogar noch einen Short-Trade gemacht. Ja, können wir die Trades, können wir dann nochmal durchgehen und uns das dann nochmal anschauen, das Ganze, was ich da gemacht habe. Bevor ich immer mit dem Handel beginne, würde ich einfach mal darauf eingehen, wie ich denn den Markt sehe, analysiere. Und dann machen wir das hier mal weg. Für mich wichtig im Trading ist es, sich einen Szenario-Chart zurechtzulegen. Ihr seht hier oben einen 30-Minuten-Chart oder einen 5-Minuten-Chart auf der Unterseite. Also mein Bildschirm ist relativ mit relativ wenigen Informationen zugepackt. Ich coache ja auch privat Leute und lasse mir dann immer mal deren Trading-Bildschirm zu zeigen und muss feststellen, dass die meisten viel zu viele Informationen haben auf dem Bildschirm. Also da sind hunderte von Fenstern auf. Also das ist die eine Riege, die halt den DAX handeln und haben dann Euro-US-Dollar auf und haben den Dow auf und den Euro-Stocks und keine Ahnung was noch alles auf und 100.000 unterschiedliche Zeiteinheiten und unterschiedliche Darstellungen, Volumenchart und Volume Profile und Market Profile und ja, also wie gesagt, Haufen Gedöns auf drei Monitore verteilt. Also es sieht manchmal echt katastrophal aus. Und die andere Fraktion sind die, die im kurzfristigen Trading aktiv sein wollen und dann den Bildschirm so haben, dass sie nur ein Fenster haben. Also hier ist so ein 1-Minuten-Chart, also ohne jetzt, hier im Hintergrund ist jetzt noch das Box-Setup mit drauf, aber die dann halt nur 1-Minuten-Chart drauf haben und sich dann da in diesem Chart einfach verheddern und nicht wissen, was sie zu, oder denken sie, handeln jetzt hier im 1-Minuten-Chart einen Trend
und sehen vielleicht gar nicht, dass wir irgendwo ja vor in den Widerstand hineinlaufen, ne? Nur jetzt mal so versucht, das herzuleiten, ne? Und würden jetzt die ganze Zeit long handeln und sehen aber dann nicht, weil sie keinen Überblick darüber machen, über ihr Setting oder wo es hingeht. Und meine Empfehlung ist, sich einen sogenannten Szenario-Chart hinzulegen. Bei einem anderen Broker mache ich jeden Morgen meinen Szenario-Chart, will jetzt hier den Broker jetzt nicht aufmachen, das wäre jetzt nicht passend, aber da nehme ich mir dann so einen 30-Minuten-Chart oder einen 5-Minuten-Chart hier entsprechend her und empfehle jedem, sich dann wichtige Punkte herauszusuchen, die durchaus interessant sein könnten. Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass man versucht, die nächste Bewegung vorherzusagen, sondern es geht darum, sich gedanklich auf gewisse Sachen vorzubereiten und zu schauen, wenn der Markt an gewissen Punkten ist, wie er sich vor allem dann dort verhält und was das vielleicht für den Marktverlauf bedeuten könnte. Ja, und ein Punkt, der hier deutlich herausfällt, ist für mich hier ein bisschen stark, krasse Farbe hier. Da nehmen wir hier das Rot, machen wir es nicht ganz so dick. So, das Tagestief hier von letzter Woche Freitag ist das. Das fällt recht gut raus. Und dann kann man hier schon auch einige Tiefs einfach annehmen, die man dann hier verschieben kann und merkt, okay, das könnte jetzt ja auf der Oberseite durchaus ein Widerstand sein. Ich habe jetzt einfach die Tiefs dieser letzten Woche Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das sind jetzt die horizontalen Linien, die ich jetzt hier drin habe. Nach solchen Trendtagen würde ich immer anfangen, mit den Fibo-Linien zu arbeiten. Im StereoTrader könnt ihr euch das ja auch anzeigen lassen. Für den Szenario-Chart würde ich, oder mache ich das dann meistens so, dass ich mir das dann hier selber reinziehe. Und auch hier ist es jetzt so, vom Hoch zum Tief habe ich dann einfach meine Fibos drinne, wo ich dann sagen kann, okay, was ist, das fällt ja schon optisch aus, was ist, wenn der DAX vielleicht hier in diesen Bereich reinläuft, könnte das vielleicht ein Widerstandsbereich sein. So, und wenn ich jetzt wirklich die Long-Seite handle, dann würde ich hier oben dann eher schauen, dass ich da vielleicht nicht zu sehr long gehe, sondern gucke, dass vielleicht ist das ja auch ein Widerstandsbereich, der wirklich angenommen wird. Und dann wäre es halt doof, wenn man dann irgendwo bei 11.250 anfängt, die Longs zu handeln. Der Markt geht dann vielleicht noch 10 Punkte hoch und fällt dann sehr schnell nach unten. Und man versucht dann weiterhin noch die Longs hier zu handeln. Deswegen sollte man sich sowas einzeichnen. Genauso auch der Schlusskurs vom Freitag, Quatsch, von gestern, von 17:30 Uhr von der Kasse, der liegt hier bei 11.000. Der hat zum Beispiel bei mir immer eine braune Linie, ist das bei mir immer. Und der liegt bei 11.335. Das weiß ich, weil ich mich ja heute schon entsprechend vorbereitet habe. Ja, und ich will das nur mal mit euch nochmal gemeinsam machen. Ja, also, wen das interessiert, allgemein, wie gesagt, ist die Tagesvorbereitung mache ich tagtäglich auf meinem YouTube-Channel, kann man da zuschauen. Ja, 11.335. Und ja, jetzt ist nun die Frage, wohin kann es denn gehen? Und hinzu kommt dann immer noch das Volume Profile. Auch das müsste ich jetzt hier reinziehen, kann man sich ja aber auch hier reinziehen. Ja, wie ziehen wir uns das jetzt am besten rein? Dann mache ich es halt hier auf. Dann mache ich mal hier den StereoTrader. Ich ziehe mal den StereoTrader hier mit rein. Wie gesagt, wichtig ist, dass er halt im Szenario-Chart so wenig wie möglich Informationen oder nur die Informationen drin sind. Also das ganze Chart-Gedöns, was man intraday halt braucht, das würde ich halt wirklich nur in den Chart nehmen, mit dem ich dann halt handle. So, ich habe es jetzt mal so gemacht. Volume Profile 8 bis 22 Uhr. Und da müsste nämlich heute die Value Area High liegt nämlich bei 11.328. Passt sehr gut. Ja, das Value Area Low, sorry, versprochen. Das heißt, hier oben haben wir noch auch das Value Area Low. Das geht hoch bis zum oder den Value Area Bereich, so muss ich sagen, korrekterweise. Der geht fast bis hoch bis 11.438. Wenn wir jetzt mal hier den 5-Minuten-Chart hier zusammenziehen, dann seht ihr das. 11.396, halt, wisst. 11.443, ja. Ich habe es ein bisschen geringer, aber gut, das kann durchaus passieren. Und
Das Load, das passt eigentlich ganz gut. 11.328, ja, das passt. Ja, so. Und dann habe ich eine Idee, wohin kann es denn nach oben gehen? Also, ich würde jetzt hier so gucken: Trendlinien-Eigenschaften. Und dann eher nach unten. Ja, alternativ wäre jetzt für mich dann der Blick auf der Oberseite, wenn der Markt wirklich da oben höher geht, den Bereich hier zurückerobern kann, dass man dann hier in diese Ecke denkt. Ne? So, das wäre das Szenario auf der Oberseite. Und auf der Unterseite ist der Blick dann eher abwärts gerichtet. Spätestens dann, wenn wir hier wieder Richtung 11.200 laufen. Und dann würde ich halt gucken, ob wir dann hier in Richtung 11.170 wieder gehen und dann nach unten die Trendfortsetzung machen. Ja, wenn wir hier im 30-Minuten-Chart das zusammenschieben, ja, dann haben wir hier vom Hoch aus eine starke Abwärtsbewegung. Das nach oben ist nur eine Korrektur und nach unten ist die Bewegung. Und die kann ja dann durchaus auch eine ganze Ecke weiterlaufen. Ja, hier haben wir ja auch noch ein paar Unterstützungen. Also relativ simpel gehalten. Es geht halt wirklich darum, sich Ideen zu machen, wie kann es oder wo kann denn der Markt hinlaufen? Was kann passieren, um einfach vorbereitet zu sein? Ja, das kann sein, dass das heute dann nicht so spannend ist, weil der Markt einfach an Stellen rumeiert, wo jetzt keine wirkliche, also wo wir jetzt keine charttechnisch relevanten Marken halt haben. Ja, das kann durchaus passieren. Kommt immer mal wieder vor. Aber so wie gestern, dass der Markt dann zum Beispiel das Tageshoch gestern waren genau das Vorwochenhoch der letzten, also das Hoch der letzten Woche gewesen. Und das kann ein interessanter Punkt werden, dass das dann nun das Tageshoch wird und dass danach der Markt dann komplett nach unten fällt. Ja, ja, ist dann durchaus interessant. Ja, ich trade es jetzt nicht, aber wie gesagt, bringt einen zumindest da ein Stück weiter. Und ansonsten, wie gesagt, was ich mir halt über dieses Box-Setup oder den X-Frame, den ihr ja habt, dann durchaus hier als Vorteil reinhole, ist, dass ich zwei Zeiteinheiten in einer sehe. Ich habe ja mitbekommen, viele nutzen den Indikator, diesen X-Frame-Indikator oder dann, wenn es dann mal fertig ist, das Box-Setup durchaus. Und ja, freut mich natürlich. Genau, und dann beginne ich meistens mit dem Trading und das ist relativ einfach gestrickt, auch mein Trading. Wichtig ist zu sehen, dass wir im kurzfristigen Bereich halt ein bisschen anders agieren müssen, wie wir das im Lehr- oder wie viele das im Lehrbuch kennen. Ja, also auch gestern oder der Tage immer wieder werde ich auch mal gefragt, wie stark schätzt du jetzt eine Hammerkerze im 1-Minuten-Chart ein? Und da muss ich dann auch sagen, so eine Hammerkerze im 1-Minuten-Chart kann ja nicht groß aussagekräftig sein, sondern ich versuche die Struktur zu lesen und hier würde ich einfach auch darauf eingehen, auch, dass wir jetzt mal die Struktur dann versuchen zu sehen und ich auch dann versuche da mal hier ein paar Trades zu machen, sofern sich jetzt einer ergibt. Ich werde jetzt nicht extra fürs Webinar einfach einen Trade machen, wo ich sowieso keinen Trade machen würde. Das würde ich jetzt nur machen, wenn wir uns über Funktionsweisen unterhalten würden. Gut. Wichtig noch in meinem Trading ist, so jetzt mal gucken, ob hier ein paar Fragen, also falls Fragen gekommen sind. Nee, gut. Wichtig wird für mich oder wichtig für mich sind vor allem im Trading horizontale Unterstützung Widerstandszonen. Das heißt, ja, ganz einfache waagerechte Linien, die ich mir einzeichne. Und ein Preisbereich, der mir ins Auge reinspringt als letztes lokales Tief, wäre jetzt der Bereich hier um 11.213. Das wäre jetzt ein Bereich, den ich jetzt hier annehmen würde und gucken würde, wie sich da der Markt verhält. Und dann muss ich entscheiden, handle ich zu dem Preisbereich hin, also gehe ich short bis dahin, falls der Markt durchfällt und tiefer geht, dann bin ich mit dem Short gut. Wenn der Markt jetzt aber, ich das als Unterstützung definiere, würde ich nur schauen, dass der Markt halt dahin fällt. Und wenn er sich dann dort eine Unterstützung zeigt, dann würde ich hier überlegen, ob ich denn hier einen Long Trade nehme. Ja, so, das wäre jetzt so also meins. Also hier hätte man jetzt einen Trade, den ich jetzt machen kann. Ich habe jetzt einen Long Trade hier reingenommen. Das ist auch eine Art des Box Setups, ist aber jetzt nicht als Box Setup definiert. Als Regelwerk, weil der Schlusskurs leicht unter dem Tief des Schlusskurs der letzten 5-Minuten-Kerze ist, ist aber durchaus eine Variation. Das heißt, hier wird jetzt zwar kein Signal geliefert, aber kann durchaus eine Variation sein von dem Box-Setup, dass man das auch handeln kann.
Ja. So, zu meinem Trading allgemein. Ich handle meistens mit mehreren Positionsgrößen. Bedeutet, ein CFD ist jetzt nicht meine volle Positionsgröße. Meine volle Positionsgröße ist eher 10 bis 15 CFDs. Das heißt, das ist jetzt so sozusagen so mal zu schauen, ob was geht. Ihr seht das auch hier vorher, dass ich oftmals viele Positionen reingehe. Also hier sieht man das. Käufe, Verkäufe, Käufe, Verkäufe, Käufe, Verkäufe. Sieht man vielleicht jetzt nicht ganz so gut, aber kann ich ja nochmal drauf eingehen. Gut, also von daher, auf der einen Seite hätten wir hier dieses Setup hier gecovert, also das Box-Setup erreicht. Jetzt müssen wir mal sehen, ob der Markt sich hier stabilisiert. Ich würde hier nach unten jetzt einfach hier meine Limits reinlegen und gucken, ob wir jetzt nach oben durchgehen. Sollte sich der Markt hier unten ein bisschen halten, würde ich die Position hier aufbauen und würde hier nach oben dann die Limits wieder rausgehen. Also müsst ihr jetzt so gucken, ob der Markt jetzt hier nach oben durchgeht. Kann ich ja im Stereo Trader relativ einfach alles bewerkstelligen. Und ja, wie gesagt, relativ easy das Ganze. Wichtig ist halt von der Positionsgröße, wenn der Markt halt nicht gut läuft für einen, sollte man ja nicht Vollgas fahren, sondern eher Halbgas oder Viertel. Und wenn es halt gut läuft, dann kann man die Position hochnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass der Markt das mir bestätigt, dann würde ich die Position hier hochnehmen auf mein volles Risiko. Oder das, die Hälfte würde ich heute eher handeln. Ja, und könnte jetzt hier noch eine zweite Position reinnehmen. Ja, und wenn es jetzt hier schnell wird, würde ich jetzt hier die Position kurz hochskalieren und dann hier auf die 10 Punkte wieder rausdrücken. Ja, mehr würde ich jetzt hier gar nicht erwarten wollen. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass ich im Stereo Trader halt sehr komfortabel aus dem Stripe hier heraus handeln kann, ist das relativ easy, der Handel mit dem Stereo Trader. Ja. Gut, wir gucken mal die 5-Minuten-Kerze. Schön wäre es, wenn sie bis 10:20 Uhr halt oben schließen würde, dann wäre es okay. Und wenn sie jetzt so runterkommt, muss ich halt überlegen, ja, wie weit ich jetzt da noch mitgehe, das Ganze, und dann halt überlege, wie ich denn den Trade halt manage. Ja. Ja, was man jetzt hier so ein bisschen sieht, fällt mir jetzt gerade eben erst auf. Ich habe hier vorhin schon mal ein paar Longs, nee, Quatsch, war ein Short Trade hier oben gewesen. Also da, wo ich vorhin Short war, trade ich jetzt Long. Dadurch, dass ich mit dem Short Gewinn gemacht habe davor, kann durchaus passieren, dass da, wo ich einmal gut war, ist auch ein zweites Mal gut. Das heißt, ich würde jetzt hier entgegen der vorhergehenden Statistik handeln. Fällt ein, wenn man viel tradet, immer wieder auf. Und bin jetzt mal gespannt, ob ich den Trade jetzt ins Plus noch bekomme. Also hier, das war ein Short Trade am Widerstandsbereich vorhin. Ja, war das hier ein Widerstandsbereich? Ich werde auf die Trades auch nochmal eingehen, die ich da gemacht habe. War es ein Widerstandsbereich? Da habe ich hier die Position hochgenommen. Jetzt trade ich genau dort, wo ich vorher einen Gewinn gemacht habe, jetzt entgegen dem. Also wenn man nach der Statistik so ein bisschen geht, müsste der Trade eher jetzt schlecht laufen. Wenn er jetzt gut aufgeht, wird es natürlich umso besser, weil man hätte dann sozusagen einem, also obwohl die Situation ist jetzt ein bisschen andere, aber trotzdem zweimal gut entschieden. Ja. Gut, also was man jetzt hier feststellt, ist, dass der Markt sich ein bisschen schwer tut auf der Oberseite. Das heißt, wir haben eine impulsive Bewegung abwärts gehabt über 3, 4 Minuten. Jetzt eiert der Markt hier seitwärts und jetzt kommt die nächste Attacke abwärts. So, und jetzt kommt es darauf an, wie ich das Umfeld jetzt einschätze. Gehe ich jetzt davon aus, dass wir das Tief der 5-Minuten-Kerze nur knapp unterschreiten und dann, so wie ich hier das schon eingezeichnet habe, das ist meine Visualisierung, dass wir dann wieder nach oben gehen? Oder fallen wir einfach gnadenlos nach unten durch? Dann, ja gut, dann werde ich halt hier entsprechend ausgestoppt. Das ist jetzt auch nicht dramatisch. Ja, jetzt gucken wir mal, ob sich der Markt hier stabilisieren kann. Wie gesagt, aufgrund der rein nur von der Statistik her müsste ich davon ausgehen, dass der Trade schlecht wird. Aber mal sehen, ob ich den dennoch durchbekomme. Ja. Wichtig wird sein, dass wir das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze überschreiten. Dann könnte die Korrektur weitergehen aufwärts. Ja, also in Richtung der 11.260, was ich da im 30-Minuten-Chart eingezeichnet habe. Und wenn der Markt jetzt runterfällt, gut, dann muss ich mal sehen, ob ich hier bereit bin, noch hier unten Position 2 und 3 und 4 reinzunehmen. Wäre jetzt nicht ganz so passend. Und wie gesagt, kann jetzt ein schneller Move kommen, weil jetzt die Longs, die jetzt hier oben sehr, sehr aufgebaut worden sind, die werden jetzt hier gerade rausgedrückt. Und ich muss jetzt mal gucken, wie der Push auf der Unterseite kommt. Und ja, wenn ich gerade in die Kasse gucke, sieht es nicht gerade ganz so toll aus. Also, ich lasse das jetzt mal drin. Mal gucken, Risiko wird 50, 60, 70 € sein ungefähr. Ja. Also, mal sehen, ob die Unterstützung hier angenommen wird in dem Bereich, wo ich sie reingelegt habe. Ja, also.
Es ist halt wirklich manchmal so, da wo man einmal gut mit dem Short gehandelt hat, wäre der Short beim zweiten Mal auch gut. Dennoch, wenn die Unterstützung, falls sie hier halten sollte, falls der Preisbereich hier angenommen wird, ja, also hier unten, oder ich tue mal den einen hier löschen, falls der Unterstützungsbereich hier angenommen wird, der vorne hier gehalten hat, ja, und auch da vorne ging es dann los, dann wäre ich halt hier mit der ersten Position zu früh drin. Ich würde es jetzt auch so machen, falls der Markt jetzt hier einfach durchfällt, würde ich jetzt die Position auch nicht weiter aufstocken. Also ich würde da jetzt sozusagen mit einer Drittelposition mich ausstoppen lassen. Ja, was okay ist, 50 € Risiko aktuell, das wäre okay. Ja, jetzt nicht schön, aber dennoch machbar. So, die BASF macht gerade neues Tagestief und auch die Allianz nicht ganz so gut. Aber schauen wir mal. Also, wie gesagt, das wäre jetzt der Unterstützungsbereich. Ja, Hilfe kann man vielleicht sich noch ableiten, wenn man hier aufs Intraday Volume Profile schaut. Dann laufen wir jetzt hier, ist aber auch logisch, das brauche ich jetzt nicht zwingend das Profile. Der Unterstützungsbereich, dadurch, dass der Markt ja dort mehrmals gehandelt hat, ist das auch im Volume Profile, was man hier ganz rechts sieht im Future, mal ist auch so, dass der Markt an der Stelle dann nun in den Low halt reinfällt. Wenn er es nicht akzeptiert, sollte er wieder hochgehen ein Stück. Wenn er es akzeptiert, fallen wir hier gleich schön durch. Dann muss ich auch raus, dann bin ich halt verkehrt drinne, ist aber okay. Ja. Gut, jetzt bin ich noch ein bisschen wachsam, ob der Markt halt diesen Bereich hier annimmt. Also ich zeichne mal hier die horizontale Linie rein. Also darum geht es hier in diesem Bereich. Da ist die Abrisskante bei 11.210. So, jetzt müssen wir halt gucken, ob der Initiator, der den Markt jetzt hier runtergeschickt hat, wieder eindecken muss. Wenn das passiert, dann schnippt der Markt ja gleich wieder hoch. Und dann könnte man hier gucken, dass wir den Trade rausbekommen. Was ich jetzt auch nicht mache, ist nur für das, für den Durchschnittskurs die Position jetzt auch aufzustocken, würde ich jetzt auch nicht machen. Ja. So. Gut, also ich sehe jetzt hier schon, dass die Kasse weiter fällt, also wird wahrscheinlich eher nichts werden mit unserem Trade. Also wenn, dann brauche ich schon ganz viel Glück, dass das jetzt hier absorbiert wird, sozusagen. Also dass sozusagen der Future-Händler die Kasse halt so ein bisschen anhält, aber das ist, wenn so impulsive Bewegungen sind in der Kasse, ist das eher schwer. Ja, also da gehe ich eigentlich davon aus, also ich gehe eigentlich davon aus, dass ich jetzt ausgestoppt werde, schon fast. Ja, mal gucken, ins Management komme ich jetzt hier wahrscheinlich mit der Position nicht. Und ja, die Statistik hat dann doch wieder zugeschlagen, dass das doch da, wo ich einen Short Trade gemacht habe, man dann kein Long macht. Also wie gesagt, wer seine Trades statistisch auswertet, was ich tagtäglich auch mache, und vor allem jetzt auch im Stereo Trader habt ihr ja die optische Unterstützung hier, dass ihr die Trades hier anzeigen lassen könnt, und das führt halt am Ende dazu, dass man hier das dann sieht. Dennoch, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man hier vorhin hier die Long Trades gesucht hat, zumindest hier im 11.212er Bereich, war es auch nicht so verkehrt. Ne? Wir sind jetzt halt ein bisschen höher. Ja, ich müsste halt gucken, ob ich jetzt hier einmal den Trade noch aufstocke, dann ziehe ich mir den Durchschnittskurs hier runter auf die 19. Ja, und dann wäre es noch okay. Gut, jetzt ist die 5-Minuten-Kerze gleich fertig. Ich mache jetzt so Folgendes: Die 5-Minuten-Kerze, wenn sie dann fertig ist, jetzt geht die neue los. Hier könnte ein Box-Setup entstehen, wenn der Markt in der ersten Minute jetzt durch das Tief hier fallen sollte. Das heißt, hier würde ich dann eher gucken, ob wir eventuell einen Long Trade dann nochmal aufstocken können. Wie gesagt, aber ansonsten lasse ich das Ding halt einfach durchlaufen auf der Verlustseite. Ja. Gut. Wie gesagt, theoretisch braucht man das Volume Profile nicht, wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, wo der Markt halt rumeiert. Da, wo sich viele Tees einer 1-Minuten-Kerze oder 5-Minuten-Kerze ergeben, darüber wird viel gehandelt, darunter dann eher weniger. Ja, und gut, Allianz macht weiter hier die Biege auf der Unterseite. BASF stabilisiert sich nur. SAP kommt vom Tageshoch runter. Naja, also da brauche ich schon ganz viel Glück, um den Trade hier ins Plus zu bekommen. Mal sehen, ob mir da das Glück hold ist. Bis jetzt ist er weiter abwärts. Ja, ich werde aber auch jetzt den Trade, also es gibt nur zwei Möglichkeiten jetzt für mich zu sagen, okay, man stellt den Trade jetzt mit dem Minus, was man jetzt hat, hier glatt und sagt sich, okay, lieber minus 20 € wie minus 50, das ist eine Variante. Andere Sache ist ja immer noch die, man nimmt dann halt vorweg, dass man halt genau weiß, wie der Markt läuft, aber ich weiß es ja nicht genau. Und von der Struktur her bis jetzt ist es so, dass der Preisbereich um 11.212 ja auch akzeptiert wurde. Das heißt, solange der akzeptiert wird,
es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass der Markt auch wieder ins Plus nach oben, also dass er wieder zum Entry hinläuft. Also es macht jetzt keinen Sinn für mich zu sagen, ich steige jetzt hier aus, nur weil ich der Meinung bin, dass es runtergeht. Aber am Ende muss ich ja entscheiden, was der Markt hier macht. Und jetzt dieser Attacke und jetzt der Reverse hier, wenn die durchgeht, dann sieht das eigentlich durchaus wieder ein bisschen besser aus. Also wer für sich im Trading das auswertet und sieht, sagt oder auch festhalten kann, wie oft ist es besser, nach Gefühl denn doch jetzt mit minus 20 Euro auszusteigen, bevor er denn doch den Stop bekommt auf minus 50. Wer da merkt, dass sein Bauchgefühl auch gut ist, der sollte durchaus ja auch dem Bauchgefühl vertrauen, ja, und sagen, gut, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt feststelle, ich könnte hier mit minus 20, 30 Euro rausgehen und wäre dann am Ende ausgestoppt mit minus 50 und man merkt, dass das bei 30 Trades immer der Fall so ist. Ja, dann warum auch nicht? Ja. So, jetzt gucken wir mal gleich, ob der wieder Schuss hier durchgeht. Wenn ich Glück habe, werde ich nicht ausgestoppt. Und wie gesagt, dass es halt nur eine kurze Attacke ist, die Arbitrage kommt rein, zieht das Ding nach oben und dann sehen wir eine Eindeckungsbewegung dieser Short Trader, die hier drinne sind. Ja, dafür müsste halt, wie gesagt, die Allianz-Aktie aufhören mit Fallen, dann könnte das gelingen. Ja, jetzt gucken wir mal, wenn der Push jetzt auf der Oberseite gut wird, dann ja, kriegt man den Trade immer noch im Plus raus. Ja. Wie gesagt, ist dann halt kein schöner Trade, ist auch ein nerviger Trade für mich. Ja, dadurch, dass der Markt halt so langsam runtergeht, aber trotzdem die Entscheidung immer noch nicht getroffen hat, dass es jetzt deutlicher nach unten geht. Jetzt sind wir wieder in dem Thema, was wir auch gestern oder was sicherlich der Dirk gestern auch hatte, diese geringe Volatilität. Ja. So. Gut. Ja, hier können wir jetzt nichts tun. Also ich nicht, weil bei mir ist es durchaus so, vom Bauchgefühl her kann ich hier glatt stellen, aber ich sehe halt immer noch die Chance, dass das halt auch wirklich passieren kann. Also ich bin bewusst hier bereit, das Risiko einzugehen, zu sagen, ich lasse mich lieber mit minus 50 ausstoppen, wie dass ich hier jetzt rausgehe. Weil der Bereich ist halt für mich aktuell immer noch ein Unterstützungsbereich, der irgendwie gehalten wird. Ja, gerade eben hier ganz ein bisschen reinverkauft. Was halt fehlt, ist die Eindeckung auf der Oberseite, also der Push auf der Oberseite. Das, was wir vorhin hier gesehen hatten, um 9:49 Uhr, dass danach mal so eine 10-Punkte-Kerze nach oben kommt. Das Problem ist, dass sie meistens erst kommt, nachdem der Markt halt runtergegangen ist. So, wenn jetzt das noch nicht ausgereicht hat, hier dieser Push auf der Unterseite. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier. So, ich habe die Position jetzt aufgestockt auf 4. Werde jetzt aber auch gucken, dass ich den letzten Trade hier ein bisschen schneller rauskriege. Jetzt gucken wir mal, ob die Eindeckung ein bisschen kommt. Was haben wir jetzt gerade gesehen? Die 5-Minuten-Kerze ist gleich fertig. Ich habe jetzt so ein bisschen drauf geachtet. Wir haben nur das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze rausgenommen. Und sollte die Kerze jetzt mit einer Lunte hier schließen, links im 5-Minuten-Chart, und die nächste geht ein bisschen höher und kurz holt eventuell kurz das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, dann könnte ein bisschen ein Eindeckungsmove kommen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wenn der Markt jetzt wieder nach unten driftet, dann muss ich langsam dann den Trade dann halt dann aufgeben. Ja. So, jetzt ist das Risiko, dadurch, dass ich auf 4 gegangen bin, bei 58 Euro, hat sich jetzt nochmal leicht erhöht. Also, hat nicht geklappt in der letzten Minute, dass der Markt halt ein Stück höher geht und jetzt mal das Hoch rausnimmt. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich, das wäre jetzt die schnelle Bewegung auf der Unterseite, genau. Das wäre jetzt die schnelle Bewegung und danach kommt eventuell jetzt der Schub auf der Oberseite. So, jetzt gucken wir nochmal, wie weit der runter geht. Ja, wie gesagt, in so einem Affenmarkt ist das durchaus dann mal möglich. Also wir brauchen meistens für eine Gegenbewegung eine schnelle Bewegung auf der Unterseite. Manchmal ist der Stop halt ungünstig platziert, wie jetzt bis dato. Manchmal aber auch ganz gut, wenn es halt wirklich durchfeuert. So, mal kurz gucken, wie es jetzt hält. Das Ganze. Ja, da ist noch ein bisschen mehr Potenzial auf der Unterseite durchaus jetzt möglich. Wenn der Markt jetzt hier nicht mehr hochkommt, also sollten wir jetzt die 11 oder 12 nochmal sehen, würde ich es durchaus nochmal riskieren mit dem Long Trade. Ja, dann wäre das halt ein Fake, wo ich dann drauf reingefallen wäre. Müsste aber jetzt so schnell gehen, ansonsten lasst das Ding halt weiter nach unten eiern. Also was man auf alle Fälle ja sieht, ist, dass das Tief immer einer letzten 5-Minuten-Kerze nur sachte angehandelt wird, immer ein bisschen durch. Was halt fehlt, ist halt immer der Schub denn
auf der Oberseite. So, jetzt könnt's, wenn es jetzt nicht höher geht, dann darf durchaus das Ding jetzt nach unten dann wegfallen wieder in die Tiefs. Ja, so, also das heißt, die Unterstützung hier nicht gehalten bis dato. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit es runter geht. Und ja, neue Attacken. Jetzt kommen wir zu einer Sache, was ich halt auch ungerne mache, ist auch, hat auch einen statistischen Hintergrund eher bei mir persönlicherweise, dass ich, wenn der Markt jetzt auf der 11.215 auch wieder hochläuft, würde ich keinen Long Trade eingehen, auch wenn der sich rechnen könnte. Denn wie ich sagte, was einmal gut ist, ist auch zweimal gut. Was aber einmal schlecht ist, ist auch zweimal schlecht. Also das heißt, auch der Trade könnte dann ein zweites Mal schlecht sein. Man muss sich trotzdem mal vergegenwärtigen. Ich habe jetzt hier 58 € verloren, habe das aber nur mit, ja, 40% meiner normalen Positionsgröße gehandelt. Es kann durchaus sein, dass ich fast einen ganzen Tag nur in so einem kleinen Handel. Ja, erst wenn ich mich in so einen Markt reingegroovt habe, dann gehe ich auch hoch in Richtung voller Positionsgröße. Ja. Also so wie das Chartbild jetzt heute aussieht, würde ich eher selten auf volle Positionsgröße hochgehen. Ja. Gut, also wie gesagt, für mich gibt es jetzt aktuell keinen Trade. Da ich den Short Trade jetzt nicht mache, weil eventuell möglicherweise die Eindeckungen kommen könnten. Ja, also nachdem ich halt ausgestoppt bin, gut, das ist jetzt dann, wäre ja dann nur ein Managementfehler. Aber wenn der Markt jetzt wirklich die Eindeckung macht, dann deswegen gehe ich den Short Trade nicht ein. Und jetzt kommt aber da geisel ich mich halt auch, weil es halt einfach aus, das kann heute sein, dass es halt aufgeht, aber auch von der Erfahrung her, kann ich den Long Trade nicht machen, rein aus statistischen Gründen. Ja, das ist sozusagen in meinem Trading so enthalten, dass ich dort, wo ich halt einmal schlecht eingestiegen bin und ausgestoppt wurde, da mache ich es definitiv kein zweites Mal. Und deswegen vermeide ich jetzt hier einen Long Trade. Vielleicht kennt ihr das selber, dass ihr hier und da mal Trades gemacht habt. Vorwiegend kommt ja dieses Thema zum Tragen bei Aus- oder bei Range-Trades. Ja, das wäre vielleicht noch mal so ein bisschen ein Thema. Vielleicht kennt ihr das oder vielleicht hat sich der ein oder andere da schon mal ertappt. Ich zeichne es mal kurz hier auf. Können wir ein bisschen Ausbildung hier machen, da ich jetzt sowieso keinen Trade mache. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die. Kann ich die jetzt sehen? Müsst ihr eigentlich sehen können. Ne? Oh, gut, gibt es nichts. Sehr schön. Ja. Also wie Sonst gesagt, wenn ihr melde ich Fragen, mich auch. alles gut. Ne? Ja, also wenn ihr Fragen habt, dann ja, stellt die ruhig, wenn ihr was zum kurzfristigen Trading wissen wollt. Wie gesagt, ist vor allem ja hauptsächlich jetzt mein Trading. Ich habe Und aber tatsächlich eine Frage, ja. Heiko. Na Wirst los. du die neuen Handelszeiten ab nächste Woche mit in deine Analyse berücksichtigen oder betrachtest du weiterhin nur von 8 bis 22 Uhr? Ist eine interessante Frage. Werde ich gleich beantworten. Mach mal erstmal jetzt das, damit ich jetzt den Faden hier nicht verliere, das, wo ich jetzt gerade drauf eingehen wollte, mit den mehrfachen Einstiegen. Und dann gehe ich gleich mal auf die Frage ein, denn ist ja schon auch durchaus entscheidend, ja, was da jetzt dann passiert. Aber wir zeichnen mal kurz. Und zwar, was ich halt vermeide, ich nehme jetzt mal hier genau die Linie, ich zeichne das einfach mal rüber mit hellblau, also hier. Ja, so, wenn das, das wollte ich jetzt nicht, wollte den Strich haben. So. Wenn mal als Beispiel, dass jetzt eine andere Struktur wäre und wir hätten vorher hier eine Trading Range, ja, also eine Trading Range, die so läuft. Ja, so. Ja. So, jetzt hat man hier einen Long Trade an der Stelle gemacht, wo man vielleicht noch gar nicht wusste, dass es ja eine Range wird. Ja, das heißt, man geht dann hier rein mit einem Long Trade, oder ich mache es mal hell, so mit einem Long Trade hier oben und dann wird man erstmal ausgestoppt. So, hier unten. So, das ist ja noch nicht dramatisch, weil gut, da ist jetzt der Markt halt einfach nur bis dahin gelaufen. Dann macht man es halt ein zweites Mal, geht dann wieder long und dann fällt der Markt doch wieder runter und dann wird man wieder ausgestoppt. Ja, und dann kann es durchaus passieren, dass man dann ein bisschen vorher einsteigt, dann setzt man auf den Ausbruch, weil dann die Range durchaus ja sichtbar ist und versucht dann den Ausbruch zu handeln und dann kommt er wieder nicht und dann wird man hier vielleicht, geht man zu Null raus oder im schlechtesten Fall wieder Minus raus. So, und wenn das halt passiert, dann merkt man, okay, und das sehe ich auch bei Tradern, die ich auch coache, dass sie dann vielleicht hier einmal Minus 10 hatten, ja, zweites Mal minus 10 hatten,
Ja, und hier dann vielleicht plus minus null Trade oder plus eins Trade. So. Und am Ende haben sie aber in der Range halt ein Vielfaches liegen lassen, wenn die Range am Ende hier nur 12 Punkte ist. Ja, und dann macht das natürlich keinen Sinn, da mehrfach da oben reinzugehen. Ja. Und deswegen tue ich mich, gehe ich dort halt jetzt nicht nochmal long, wo ich vorher long gegangen bin. Ich würde nur long gehen und das macht halt für mich dann Sinn. Wäre jetzt, wenn man das jetzt mal als Positivbeispiel hier nehmen würde, man wäre jetzt einmal hier ausgestoppt, lässt die minus 10 drinne und würde dann schauen, dass man unter dem Ausstopper wieder long kommt. Das würde bedeuten, man würde hier versuchen, long zu gehen und dann hier oben rauszugehen, so dass man hier vielleicht genau diese Spanne umschiffen kann. Also genau diesen Trade, den man hier vorher verloren hat, ja, dass man den sich so zurückerobert, weil man etwas tiefer reingegangen ist vom Ausstopper davor. Dann macht das halt Sinn, wenn man vorher das hier als Verlust hatte, ja, und das hier neu dann als Gewinn, ja. Mit der Option natürlich, dass man hier vielleicht auch den Ausbruch dann irgendwann mal erwischt und dann ein Vielfaches dann ertraden kann. Genau. Darauf würde ich halt jetzt achten. Ja, und wie gesagt, ihr könnt das mal durchaus bei euch reinschauen, bei euch im Trading, ob das vielleicht nicht auch so der Fall ist, dass ihr, wenn ihr jetzt mal die Trades halt hernimmt und seht, okay, hier war ich jetzt long gewesen, wenn ich jetzt wieder long gehe und der Markt fällt wieder runter, kriege ich wieder minus 10 Punkte auf die Mütze. Ja. Falls ihr feststellen solltet, dass das bei euch anders ist, dann klar, dann ist die Regel für euch oder solltet ihr auch gar nicht annehmen. Ja. Man muss mal immer alles überprüfen. Wie gesagt, ich habe es jetzt erst hier später an der Statistik festgestellt, ganz einfach. Dass ich und es hat sich halt hier in dem Fall jetzt bewiesen. Ich hatte hier einen Long Trade von bis dahin. Also der Long Trade, den ich hier beendet habe, ist ja ein Verkauf. Und danach habe ich auch einen Verkauf getätigt. Ja. Und dann habe ich hier einen Kauf getätigt. So. Und so gesehen ist der ein Schließen einer Position. Wenn ich halt keine Position drin habe, dann wäre es halt das Eröffnen einer Position. Und in dem Falle wäre es halt positiv gewesen, hier wiederum im dritten Mal auch den Short zu handeln, also auch wieder zu verkaufen, denn hätte man dreimal an einem und dem gleichen Level ein Gewinntrade gehabt. Ja. Beim ersten Mal war es ein Schließen einer Position, aber hier wäre es dann ein Gewinntrade gewesen und da. Das heißt, hier hätte man sozusagen kaufen müssen, aber nur wenn man zum Beispiel hier oben Short ist, dann darf man hier kaufen. Ja. Das ist eigentlich das Geheimnis jetzt gewesen in dem Trade. Dennoch durchaus auch möglich, dass ja der Trade auch hier runter geht und dann da wieder hoch geht. Das wäre ja möglich gewesen. Das habe ich mit dem Management versucht. Ja, hat jetzt in dem Fall mal nicht geklappt, wurde ausgestoppt. Der Markt ist jetzt wieder hochgelaufen. Am Ende muss ich ja irgendwann auch überlegen, wie lange geht das Szenario halt auf. Aus dem einfachen Grunde, denn wir haben ja hier die 5-Minuten-Kerzen einmal unterschritten. Ja, also ich zeichne es nochmal kurz hier. Ja, wir haben die 5-Minuten-Kerze ja einmal unterschritten, dann nochmal ein zweites Mal unterschritten und sogar ein drittes Mal. Also ich meine, da war ich schon sehr, sehr geduldig und dass da denn der Markt halt, also die Möglichkeit, dass er hier immer hochgeht, ist bei jeder Kerze gegeben. Aber das war dann hier zu wenig, das Ganze. Ja. Genau, deswegen halt ausgestoppt. Und wie gesagt, stellt euch vor, aktuelle Phase jetzt, ich wäre hier oben wieder long gegangen. Also ich hätte mich jetzt, würde meine Regel brechen, ja, dann würde ich aktuell hinten liegen. Ja, und ich glaubt es mir, ich würde hier in die Tischkante beißen, wenn der Markt wirklich mich dann hier unten ausstoppt. Deswegen mache ich persönlich das nicht. Ja, was einmal schlecht ist, ist zweimal schlecht. Ist meine Regel. Ob sie jetzt funktioniert oder nicht, wie gesagt, das kann man, das, was ihr hier auch seht, ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von hunderttausenden Trades und Erfahrung von 18 Jahren Trading, ja, was man da sieht. So, jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Frage vom Nelson kommen, der ja gefragt hatte, wie das aussieht ab nächster Woche ja mit den verlängerten Handelszeiten. Also ich werde es dann so machen wie in USA. Ich das auch mache. In USA ist es ja schon lange so, dass da die Futures fast die ganzen, also komplett 24 Stunden gehandelt werden, bis auf diese anderthalb Stunde Pause ungefähr. Und ja, das heißt, ich werde das so berücksichtigen, dass ich den Dow Future so nehme, wie er läuft. Ach, der Dow Future, den Future nehme, wie er läuft. Also das heißt dann im DAX
von um 1 bis früh bis abends 22 Uhr. Natürlich werde ich jetzt erstmal auch gucken, wie der Markt überhaupt das Volumen sich in der Nacht denn dort etabliert, also ob die Asiaten wirklich so viel handeln, wie das die Eurex erwartet. Und wenn dem so ist, dann werde ich das Profile rund um die Uhr auch laufen lassen. Also vor allem ist es ja interessant für die Volume Profiles. Und dann werde ich mir ein Profile dann zusätzlich dann holen, wie ich das auch im DAO habe oder in anderen US-Indizes, dann wie die Kasse läuft. Also das heißt von 9 bis 17:30 Uhr. Dann fällt halt 8 Uhr als Beginn weg. Also das heißt hier unten das Value Profile wird dann für mich dann ja, entweder von 1 bis 22 Uhr gehen oder halt dann von 9 bis 17:30 Uhr. Ja, so wird es für mich dann höchstwahrscheinlich werden. Es sei denn, man stellt halt fest, dass dieses Profil, dass gar kein Volumen overnight gehandelt wird, die Asiaten ab 1 auch nicht so das Produkt halt annehmen, dann kann man es sicherlich auch ausblenden. Also wenn per se dort wenig Volumen umgesetzt wird, muss man mal sehen, wie sich es auswirkt. Also da sollte man sicherlich erstmal ein bisschen rumspielen, mal auch ein, zwei Wochen gucken, ob man welchen Mehrwert man da rausziehen kann aus diesem Overnight. Frage natürlich zurück an euch wäre, ob ihr dann halt Overnight halt dann auch diesen Spread halt normal lasst oder ob ihr Overnight das halt nach oben nimmt. Ja. Ja, interessante Frage auch. Haben wir natürlich auch intern diskutiert. Wir werden es aber so ähnlich machen, wie du es auch selber gesagt hast. Wir werden beobachten, beziehungsweise auch unsere Liquiditätsprovider werden beobachten, wie da das Volumen ist und wenn die Nachfrage tatsächlich sehr groß ist. Und dann werden wir durchaus unsere Konditionen anpassen. Aber erstmal jetzt werden wir erst das Ganze beobachten. Genau. Ja, also so kann man es eigentlich nur machen. Die Erwartungen sind ja immer hoch und ja. Aber klar ist natürlich, man hat dann einen sehr guten Referenzwert, ja, weil die Broker oder die Liquiditätsprovider mussten ja jetzt ja overnight sozusagen irgendeinen Mix halt taxen aus S&P, Dow Jones, ja, und ja, das irgendwie so ein bisschen annehmen, was da passieren kann oder ob das fair oder nicht fair ist. Ja, das war ja dann auch immer, ist ja auch immer eine Frage dennoch gewesen bei Overnight und ja, von daher hat man jetzt natürlich einen besseren Maßstab. Wenn die Börse offiziell offen hat, kann der CFD sich ja viel, viel besser daran orientieren. Ja. Ne? Ja. Stimmt. Ja. Genau. Gut, also wir sehen jetzt hier, die Unterstützung kommt jetzt, kam hier ein bisschen zu spät. Also jetzt, für mich wäre es halt schön gewesen, wenn, ich zeichne es mal ein, wenn Sie das hier weggelassen hätten, so. Das heißt, ich kopiere mal das daran. Also es wäre schön gewesen, wenn diese Kerze, also diese 3 Minuten, die wir jetzt hier sehen, wenn die hier gestartet wären, das wäre dann genau das gewesen, worauf ich da gesetzt hätte. Kam jetzt halt 10 Minuten zu spät das Ganze und jetzt bin ich nicht dabei. Dennoch, ich werde auch hier keinen Long Trade eingehen. Die Long Trades werde ich jetzt nur suchen, wenn ich für mich jetzt nochmal sehe, okay, jetzt sind wir wieder in dem Unterstützungsbereich, wir bleiben auch darüber, wir sehen, dass der nächste Schub auf der Unterseite dann der Rücksetzer wäre. Also das heißt, wir müssen jetzt hier sehen, ne, komm her, Linie, dass der Markt hier hochläuft, dann wieder zurückkommt. Ja, dann würde ich hier überlegen, ob ich dann nochmal einen Long gehe. Aber ich werde jetzt hier oben kein Long eingehen, wäre natürlich, wie gesagt, es liegt einzig und allein in meiner Statistik begründet. Trade-technisch ist das hier sicherlich ein gutes Level. Die Chance, dass wir jetzt auch direkt bis an die 11.242 gehen oder 11.238 sicherlich auch ganz gut. Ja, also, dass wir das hier als Widerstandsbereich hier sehen, das denke ich mal, sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich habe halt meine Regeln. Und deswegen halte ich mich da auch an meine Regeln. Ja, von der Struktur her im 5-Minuten-Chart, wenn wir uns mal das Bild hier angucken, ist es halt ein Bild, was eher ja schon auch ein Bild ist, was ja zwischen ich versuche mal Trend und ich schaffe es halt doch nicht so richtig, also Korrekturtrend aufwärts. Ja, also die lokalen Hoch- und Tiefpunkte, ja, wir hatten so lala gehandelt. Jetzt könnte man hier mal gucken, vielleicht. Ja, der eine oder andere wird dann sagen, oh ja, die Hälfte korrigiert. Ja, oder keine Ahnung, irgendein gleitender Durchschnitt werden wir hier unten sicherlich auch mal gekreuzt haben. Ja, und jetzt wäre dann halt zumindest die Idee, dass der Markt
Und da braucht man aber auch sowas halt nicht wirklich, wenn man einfach hier sieht, wie der Markt halt die lokalen Tiefs hier also immer durchgelaufen hat im 5-Minuten-Chart. Und wichtig ist, man sieht dann hier diese Stabilisierung. Ja, ich war halt zu früh drinne. Man sieht jetzt die Stabilisierung. Wichtig wird jetzt werden, dass nach dieser Stabilisierung der Verlauf dann eher dieser ist, dass der Markt halt hochgeht und nur so sozusagen aus dem Impuls heraus korrektiv fällt, damit man dann hier nochmal die Long-Seite suchen kann. Was jetzt hier gefährlich wird, ist, wenn jetzt der Markt zum Beispiel nur hier drüber bis dahin läuft und man ist jetzt wieder zu hoch long, dass man ja vielleicht hier auch in den Widerstandsbereich reinläuft, weil ja hier oben der Markt, der hat auch dauernd angehalten hat, ja. So, das heißt, wir hätten hier so ein, wie der eine oder andere das sagt, so ein Hütchen. Ja, und wenn da der Markt halt reinläuft und man ist zu hoch long und man ist dort nicht raus, hat man dann durchaus eventuell Probleme, dass, falls der Markt von dort oben wieder komplett in die Range zurückfällt, dann hätten wir hier wieder als Long Trader die Probleme. Also ja, bedeutet, wenn ich jetzt, ich zeichne das mal hier ein, als Beispiel, ich gehe jetzt hier long bei 23, hoch, bei 23 gehe ich long, dann habe ich halt die Chance, dass es bis 26, 27, 30 hochläuft. Und dann muss ich ja überlegen, treffe ich hier die Entscheidung, dass ich dort rausgehe? Also raus heißt ja, den Exit treffe. So, geht der Markt wirklich nur bis dahin und dann zurück? Wenn ich dort die Entscheidung nicht treffe, rauszugehen, muss ich hier plus minus null raus. Wenn ich dann noch schwächer agiere, komme ich vielleicht erst hier minus raus aus dem Long Trade. Und optional, klar, wenn der Markt da durchgeht und das nächste höhere Level erreicht, dann hätte ich wirklich einen richtigen Vorteil auf meiner Seite. Das würde bedeuten, dass der Markt dann also läuft bis dahin, halt nochmal grün, läuft bis dahin und dann dadurch, dann wäre es richtig positiv. Dann könnte man hier entsprechend dann mit dem Long, dann wäre der auch richtig gut. Aber das erste Ziel wäre für mich jetzt nur da oben in diesen Bereich hinein und da zu gucken, ob er dort anhält oder nicht und dann zu überlegen, ob es da wirklich weitergeht. Ja, so würde ich das Ganze jetzt sehen. Wie gesagt, wenn es jetzt schnell wird, ist es okay. Wer tief long drinne ist, der kann das Ding auch managen. Ja, wie gesagt, ich war zu früh drinne, habe es jetzt mit der Positionsgröße nicht überlebt. Ja, hat mir zu lange gedauert, bis es halt aufwärts geht. Jetzt geht es aufwärts. Ich heule jetzt auch nicht drum, dass ich halt nicht long bin, denn wie gesagt, muss mich an meine Regeln schon auch halten. Und jetzt nur fürs Webinar einfach reinzuspringen, weil es halt passen könnte, würde ich auch nicht machen. Ja, also da kriegt mich keiner in so einen Trade halt rein. Ja, ich muss jetzt zugucken halt, wie es nach oben läuft und während das halt passiert, ne, während das jetzt hier passiert, nach oben läuft, müsst ihr jetzt mal gucken. Oh, hier wird sogar ein Box-Setup getriggert, was aber jetzt nicht ausgelöst wurde. Also das heißt, hier unten wäre bei 11.217 sogar ein Short-Trade möglich gewesen, aber der wurde jetzt nicht getriggert. Ja. Das, wie gesagt, kommt dann als Erklärung in dem Videokurs. Gut, so ein bisschen die Uhrzeit im Blick haben. Ja, schauen wir mal Richtung 11 Uhr. Ja, sieht jetzt doch ganz gut aus nach Erholung. Wir haben eine recht gute Kontinuität. Also diese steigenden Kerzen, die ich vorhin hier, auf die ich dann gewartet habe, leider nicht getroffen habe, weil ich zu früh drin war. Das läuft jetzt ganz gut. Also wer einen Long Trade drin hat, kann den managen, muss halt überlegen, ob er an Widerstandsbereichen halt rausgeht oder halt das Ding durchlaufen lässt, ne? Problem halt immer ist, wenn man am Widerstand nicht rausgeht und der Markt kommt zu schnell zurück, dann wäre es eher, ja, dann verschenkt man halt viele Punkte. Also die Entscheidung muss man dann im Hier und Jetzt dann halt treffen, ob das der Exit dann halt gut ist. Ja. Rein im 5-Minuten-Chart kommt jetzt endlich die Kerze, die ich da gerne ja, sehen wollte, halt nur leider zu spät, also ohne mich. So gesehen, und das sollte man sich auch merken, ist es so, mein Stop ist eigentlich ein sehr schlechter Stop gewesen in dem Falle und hat dazu geführt, dass Verluste realisiert worden sind, ja, die wir, die am Ende mich nicht davor geschützt haben vor mehr Verlust, ja, sondern die am Ende dazu geführt haben, dass ich hier an der Stelle einen realisierten Verlust habe, der, ja, wie gesagt, keine Schutzfunktion hat, also der Stop-Loss und damit ein schlechter Stop. Also sollte man sich durchaus auch mal notieren, solche schlechten Stops halt. Ja. Wenn man solche hat. Kommt immer mal wieder vor. Da ist noch eine Gut. Anmerkung, Empfehlung im Chat.
und zwar den Ja. Bebop mit einzubeziehen. Was hältst du Ähm, davon? ja, jein. Also ich selber, ich sage jetzt mal, der Bebop ist für mich eigentlich hauptsächlich interessant, wenn wir wirklich einen Trendhandel haben. Im Rangehandel, ja, eiert der Markt halt um den Bebop drumherum, ja, weil es keinen dominanten Käufer-Verkäufer gibt. Man muss halt, klar, kann man, also ist ja alles erlaubt, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe den Bebop bei mir im Volume Profile im Future auch mit drinne, aber selber muss ich jetzt sagen, ich achte, also ich habe festgestellt, dass ich einfach viel zu wenig drauf achte auf den Bebop. Ja, ne? Und von daher würde ich dann auch, also ich selber nutze ihn halt nicht aktiv. Wenn jemand gerade damit auch gute Erfahrungen gemacht hat und feststellt, Mensch, der Bebop gibt mir ein Feedback, dass er halt das Level genau anläuft und dann rennt er davon weg. Ja, und es passiert halt genau das, was man dann auch erwartet, dann ist ja der Bebop gut. Das ist genauso wie wenn ich jetzt hier einen kleinen Durchschnitt habe und keine Ahnung, im Tief hier treffen wir auf irgendeinen kleinen Durchschnitt, der da halt passend ist, müsste man halt mal gucken, welcher das war. Ja, und sagt, oh, der Markt hat den Rücksetzer genau bis dahin gemacht und jetzt läuft er nach oben im Trend und alles gut und schön. Ja, dann ist es halt so, ja, dass der Markt dann genau diesen Widerstand dann halt oder die Unterstützung halt dort annimmt. Ob das jetzt die Grundlage jetzt der VWAP war oder der kleine Durchschnitt oder vielleicht 50% Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung, wo der Fibo-Trader dann zutage kommt. Ja, also das sind dann halt unterschiedliche Ansätze und jeder dieser Ansätze hat eine gewisse Relevanz und jeder dieser Ansätze kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, das ist ja das an der Börse, dass es halt, solange es funktioniert und jetzt der Markt halt hier so kontinuierlich jetzt nach oben geht Richtung 11 Uhr, ja, solange ist das ja auch, hat das eine gewisse Berechtigung und wenn halt nicht, dann halt nicht. Ja, so. Und ja, und von daher, wie gesagt, wichtig wird immer sein, welche persönlichen Erfahrungen man mit seinen entsprechenden Sachen gemacht hat. Ja. Das ist halt wichtig. So, jetzt gucken wir mal, wie der Markt nach oben geht. Wie gesagt, für mich der Bebop, ich habe ihn mit drinne, aber ich beachte ihn nicht. Und von daher, wenn ich schon selber nicht drauf schaue, dann hat es für mich halt nicht den Mehrwert. Ja, und dass der temporär funktioniert ist, liegt in der Natur der Sache. Genauso wie alles andere auch funktioniert. Es ist genauso auch so, zum Beispiel hier das Box-Setup, was wir immer getriggert bekommen. Auch da ist es so, es funktioniert für mich gefühlt in 70% der Fälle. Aber wenn ich es jetzt rein statistisch auswerten lasse, also ist die Trefferquote echt grottenschlecht. Ja? Und deswegen muss man, meine felsenfeste Überzeugung für mich als Kurzfrist-Trader ist, dass im kurzfristigen Trading alles eine Trefferquote von knapp 50-50 hat, wenn nicht gar noch schlechter. Und der einzige Vorteil im kurzfristigen Trading ist zu entscheiden, wann nutze ich welches Tool oder wann beachte ich welches Tool. Das ist meine persönliche Einstellung. Das heißt, ich kann jetzt hier mir einen Widerstand einzeichnen. Ja. So, wenn ich jetzt aber der Meinung bin, wir haben eine Kaufordermarkt, dann muss ich jetzt entscheiden und sagen, okay, der Widerstand ist gar kein Widerstand oder wird gar nicht angenommen. Das heißt, wenn ich das sehe, für mich erkenne, dann kann ich hier auch im Widerstandsbereich long gehen. Wenn ich aber feststelle, dass danach der Widerstand dann wieder, dass der Markt runterfällt, ja, dass der Markt runterfällt, dann war in dem Falle hätte ich dann mein Tool, nämlich ich zeichne den Widerstand ein, verkehrt angewendet. Das ist für mich eigentlich das große Geheimnis im ganzen Trading, zu entscheiden, wann nutze ich welche Sache. Ja. Und ich kann zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, ich nutze, keine Ahnung, was gibt es denn da oben noch? Ich nutze, dass der Markt vielleicht an einem Bollinger Band oben anstößt, je nachdem, wie man das jetzt eingestellt hat. Ja. Und wenn das für mich dann der Rücklauf zum mittleren Bollinger Band wäre, dann trade ich halt das. Und wenn das halt funktioniert, dann ist das halt richtig analysiert, also das Tool richtig angewendet und dann funktioniert das Ganze. Ja, genauso auch kann ich jetzt hier hergehen und das Intraday Volume Profile hier nutzen und sagen, gut, Intraday Volume Profile, ja, wir sind ja oben, klar, am Tageshoch, ja, ist logisch, ist das Volumen immer gering, ja, weil ja nun auch wenig gehandelt wurde. Wenn ich das jetzt hier richtig einschätze und sage, Mensch, da oben, da geht es jetzt nicht weiter, dann habe ich es in dem Fall halt richtig eingeschätzt.
wenn der Markt einfach höher geht und hier einen Trend bildet, dann hätte ich es halt verkehrt eingeschätzt. Ja. So, und ich glaube, für mich persönlich ist so, der Mehrwert im Trading liegt darin, zu entscheiden, wann nutze ich welches Tool. Ja. Das ist meins. Genau. Eine Frage noch zum Thema schlechter Stop. Den erkennt man eher später, schreibt der Teilnehmer. Wie kann man daraus lernen? Genau, klar. Also den Stop-Loss oder einen schlechten Stop-Loss erkennt man immer erst spät, also, oder in Nachbetrachtung. Wichtig ist eigentlich in der Auswertung, dass man das halt sieht, ne? Also dass man dann halt sagt, okay, in dem Falle, oder dass man halt schaut, wie oft hat man denn den schlechten Stop, und dass man dann überlegt, was war das für eine Situation und wie kann ich jetzt da besser agieren. Also in dem Falle zum Beispiel müsste ich sagen, es wäre besser gewesen, jetzt in der Nachbetrachtung, besser gewesen zu sehen, okay, wir haben hier eine Unterstützung, der Markt hat die Unterstützung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten gehandelt, aber es gab die Erlösung nach oben nicht, die jetzt ja hier in der nächsten Etappe jetzt erfolgt ist. Ja. So, und das wiederum bedeutet, dass man sagen muss, okay, in dem Falle, ich hatte zwar das Gefühl, man könnte aussteigen, aber ich lasse mich halt hier ausstoppen. In dem Falle muss man dann so eine Strichliste halt führen. Das ist am Anfang sicherlich viel Aufwand. Muss man, oder führt halt, oder eine Excel-Tabelle mit gewissen Funktionen, kann man das dann auch machen und sagt, okay, ich schaue mir das Ganze jetzt an und überlege, wie hätte ich besser aussteigen können. Das soll den Fokus darauf lenken, dass man dann ein Gefühl dafür bekommt, im großen Ganzen, wie ist es denn besser zu managen, ja. Und wenn man halt feststellt, dass man sehr oft doof ausgestoppt wird, dann muss man an dieser Stop-Logik für sich halt arbeiten und sagen, gut, ich sollte meinen Stop, muss den anders setzen. Ja, also das ist ganz wichtig, weil viele sagen, ah, scheiß ausgestoppt, aber wir sollen ja aus Fehlern lernen, ist ja nun mal so ein platter Spruch, aber die wenigsten machen das halt wirklich. Ja, und ja, wie gesagt, und natürlich kann ich jetzt sagen, ja, warum bist du nicht long gegangen? Der zweite Einstieg wäre in dem Fall aufgegangen, ja, jetzt nun in der Nachbetrachtung, aber wenn ich jetzt sehe, von x tausend Trades, die ich mache, ist auch die Gefahr, ja, wenn sich das Verhältnis nun verändert, dass ich damit trotzdem besser fahre, auch wenn ich jetzt natürlich mit den Long den verpasst habe und den Long nicht machen kann, weil ich mich sozusagen selber ins Ausgeschossen habe. Ja. Ja, oder wie zum Beispiel anfänglich, wo ich mein Long Trade gemacht habe, das passiert dann halt auch im Webinar, wenn ich so quatsche, dass ich das nicht erkenne, weil ich gucke sehr viel auf meine vorher getätigten Trades, die ich gemacht habe. Das ist für mich, und nachdem ich den Trade hier eingegangen bin, habe ich dann ja gesagt, da habe ich ja vorher getradet, bis ich mitbekommen habe, dass das ja ein Short Trade war und dass ich gesagt habe, rein statistisch wird der Trade nicht gut. Und ich habe trotzdem versucht, den halt gut rauszumanagen, habe es aber am Ende doch nicht hinbekommen. Ja, und das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte, dass man aus diesen Trades, wenn man die sich so einzeichnet, auch viel daraus lernen kann. Ja, gut. Ja. Ja, also am Ende habe ich heute gegen eine Regel verstoßen und die hat mich jetzt 58 € gekostet. Wie gesagt, ich habe ja davor noch ein paar Trades gemacht. Auf die würde ich jetzt hier nochmal eingehen. Ich müsste jetzt mal gucken. Jetzt haben wir gleich Stundenwechsel. Wir gucken mal 11 Uhr, ob sich da eventuell im Widerstandsbereich, also das wäre jetzt dieses Tool einfach, ein Widerstandsbereich, den ich jetzt hier rot gezeichnet habe. Jetzt müssen wir mal sehen, ob der sich eventuell bestätigt. Ja. So. Und ja, da schauen wir jetzt mal mit neuer Stunde drauf. Also 30 Minuten Chart, eine fiese Nummer vorne gemacht, unter dem Tief der letzten 30 Minuten Kerze durchgegangen, jetzt wieder hochgelaufen. Wir bilden aber oben, ja, müsste man jetzt sehen, ob die Korrektur nach oben weiter sich fortsetzen kann oder sich hier einfach um 11.236, 11.238 hier sich so ein Widerstandsbereich etabliert. So, das heißt, wenn ich sowas handle, ich gucke halt hier auf sowas, so Umkehrformation. Zum Beispiel hier unten hatten wir eine gehabt. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz ein. Also der Markt, die hätte auch durchaus ja früher auch kommen können. So, also Markt geht hoch, geht nicht mehr ein neues Tief. Ja, darauf habe ich eigentlich vorhin hier gewartet. Also der Markt fällt runter, geht hoch, macht kein neues Tief und dann so die Umkehr. Hat er ja, wie gesagt, erst hier hinten jetzt gemacht. Und jetzt muss man halt gucken, der Markt fällt runter, müsste steigen und dann fallen, dann wäre es für mich ein Short Trade. Ansonsten darf der auch hier durch den Widerstand auch durcheiern. Ja, darf er durchaus machen. Ja. Gut.
Also ganz klassische 1, 2, 3 Umkehrformation, die wir in so einer Range halt oftmals sehen. Auch wenn die Range so breit ist, sind die oftmals durchaus ganz gut zu sehen. Also wer es vielleicht sieht, wie gesagt, die Unterseite hat er ja nicht ganz so sauber angenommen, aber ich zeichne das hier mal nochmal ein. Ich nehme mal hier rot, also Bewegung, Korrektur, Bewegung und dann hier weg nach unten, ja, bis hierhin. Ja, wie gesagt, ich habe hier noch eher im Trend so ein bisschen geschaut. Dann, das ist dann hier die bestätigte hoch, runter und weg. Und jetzt müsste hier irgendwas kommen. Hoch, runter, zack, weg. So. Dann würde ich es handeln. Alles andere handle ich da nicht. Ja. Gut. Schauen wir mal, jo, Dann was er noch da mal so eine macht. Frage. Ich glaube, du hast schon was dazu gesagt, aber nichtsdestotrotz, ob es deinen Box-Setups schon gibt oder wann es den geben wird. Nee, also Box-Setup gibt es noch nicht. Wir haben hier und da noch ein paar kleine Feinheiten und wie gesagt, meines Erachtens nach oder ist einfach, man muss das Box-Setup erstmal vollumfänglich erklären mit den ganzen Sondersituationen, die es auch gibt. Also das heißt, am Ende wird das durchaus dann auch kompliziert und das muss ich meines Erachtens nach sehr gut erklären, damit man dort halt nicht auf die Fehltrades zu oft reinfällt. Klar, ich habe auch Fehltrades mit meinem Box-Setup, habe ja vorhin hier einen gehabt. Das passiert immer wieder, gehört auch dazu. Ja, aber dennoch muss man halt aufgrund der persönlichen Entscheidung, also man bekommt dann das Signal und man muss dann halt dort entscheiden, man muss dann dort entscheiden, dass ob der Markt halt ob man dieses Box-Setup denn wirklich handelt. Ja, also ich habe gefühlt selektiv eine Entscheidungs- oder eine Trefferquote von um die 70%. Wenn ich systematisch auswerte, komme ich auf eine Trefferquote von unter 50%. Und der Vorteil einzig und allein darin liegt, warum meine Trefferquote, meine persönliche, so hoch ist, dass ich halt nicht jedes Box-Setup halt handle, weil dafür ist eine gewisse Struktur nötig, dafür ist ein gewisses Marktumfeld nötig und das muss man lernen und das geht meines Erachtens nach nur über den Videokurs. Und dann, wenn man das Signal hat, muss man sofort im Kopf gewisse Sachen abfragen für sich, ob ich jetzt das nehme. Zum Beispiel in einem starken Trend macht jetzt ein Box-Setup fast nie Sinn, ja, weil man ja immer gegen den Impuls geht und ja, von daher ist das denn schon relativ schwer zu handeln. So, jetzt schauen wir mal. Also, Widerstandsbereich bis jetzt nicht angenommen, leichter durch, neues Tageshoch gerade gemacht. Und jetzt mal gucken, wie der Markt jetzt hier nach oben geht. Wie gesagt, die technische Gegenreaktion, ich zeichne hier nochmal im 30-Minuten-Chart, ist ja durchaus okay. Ja, das heißt, hier hätten wir jetzt ein bisschen Long. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier so nochmal die Longs halt mit reinnehmen können. Am Hoch, ich möchte jetzt aber hier gerne auch am Hoch sehen, so ein bisschen Rücksetzer. Wenn das jetzt sehr, sehr schnell nach oben geht, könnte man vielleicht anfangen mit 1 bis 3 Positionen das aufzuskalieren. Aber ja, habe ich gerade keine Lust drauf. Ja. Genau. So. Also das Volumen als solches ist relativ gering mit knapp zwischen 50 oder 60 bis 100, 150 Kontrakte in der Minute im DAX Future. Ja, und jetzt müssen wir sehen. Also der ein oder andere Wert, also vor allem BASF, die haben jetzt einen guten Return hingelegt. Ja, also am Ende eiert der Markt halt immer der Kasse hier hinterher. Und von der Future-Seite sieht man relativ wenig heute. Ja, also wir haben seit 10:30 Uhr in der BASF eine Kauforder im Markt drinne, die halt das Tief jetzt gekauft haben. Und die Bayer macht auch mit. Also das heißt, Pharma, Chemie sind jetzt sozusagen so ein bisschen die Preistreiber. Die Autos sind auch so ein bisschen mit dabei. Also wenn sich da jetzt eine substanzielle Kauforder in diesen Werten etablieren sollte, wäre auch weiteres Aufwärtspotenzial nochmal im DAX sicherlich möglich. Ansonsten, ja, so ein bisschen Range rumgedattelt. Also sicherlich wird auf der Oberseite nicht ganz so einfach werden. Es sei denn, die Future-Seite macht hier nochmal Attacke, dass es sehr schnell geht, ähnlich wie gestern 18:30 Uhr oder heute früh, ja, wo die Future-Seite hier ein bisschen dominanter Player war und den Markt halt sehr schnell nach oben gebracht hat. Gut, ja, das sind die typischen, was jetzt kommt, typische Rücksetzer, Rausschüttelkerzen. Mal sehen, wann hier wir den Trend aufnehmen wieder.
Ich achte jetzt hier im Folgenden darauf, also wir haben den Widerstand kurz überschritten. Sollte sich das als Fehlsignal entpuppen, könnte man hier oben sogar den Short reingehen mit einem 10-Punkte-Stop. Ziel wären hier 9 Punkte und wenn wir unter das letzte Tief dieser letzten 10 Minuten fallen, dann wäre es sogar möglich, dass wir bis Richtung 11.212 wieder runterfallen, also hier unten im Bereich. Also ich zeichne das jetzt mal hier grau, damit das nicht ganz so radikal aussieht von den Farben. Müsste vielleicht ein bisschen, na gut, sieht jetzt auch nicht toller aus. Ja, also wie gesagt, wenn sich als Fehlausbruch herausstellen sollte, dann wäre Potenzial bis auf der Unterseite. Bis jetzt ist es aber noch nicht so weit. Bis jetzt ist es nur ein Rücksetzer hier gewesen. Wenn das ein Kassetrend ist, bei einzelnen Kassewerten würde ich halt gucken, dass ich so tief wie möglich reinkomme, also in den Rückläufen kaufen. Da muss man gucken, ob mir das gelingt. Ein Teilnehmer hat vorhin geschrieben, lief eben bis zum Future oben und wieder zurück, so gegen halb 11. Ist das Ja. zum Beispiel etwas, was du auch handelst, nochmal den normaligen Test der Eröffnungskurse? Ja, aber dadurch, dass der Markt das ja den ganzen, jetzt die ganze Zeit hier gemacht hat, also hier ist der Open, würde ich es jetzt in der Nachbetrachtung jetzt nicht mehr handeln. Also klar, der Open Course kann interessant sein. Es gibt auch viele Strategien, die daraus abgeleitet werden, sogenannte Open Test Drive oder Open Test Strategien. Oder keine Ahnung, Open Test Reverse und keine Ahnung, was da für alles für Strategien gibt. Ich hätte jetzt hier nicht unbedingt zwingend darauf geguckt, weil der Markt ja hier durch diesen Preisbereich jetzt ja mehrfach durch den durchgehandelt hat, dann ist der für mich dann auch nicht relevant. Also natürlich sieht das jetzt sehr passend hier aus, weil der Rücksetzer nur bis dahin ging. Ja, aber dadurch, dass ich zeichne es jetzt hier mal ein, der Markt ist ja halt hier durchgegangen, weggelaufen, hoch. Drauf, weg, durch, ja, dann halt hier rangelaufen, weg, durch, ran, weg. Ja, vielleicht kann man daraus eine gewisse Logik, Handelslogik ableiten. Ich hätte jetzt nicht drauf geschaut, weil er für mich halt hier zu oft nach oben und nach unten durchgelaufen wurde. Deswegen wäre es jetzt für mich jetzt nicht passend gewesen, das zu handeln. Ja. Zumal für mich jetzt auch nicht der Future der dominante Akteur hier ist, sondern das ist für mich die Kasse und ja, das ist für mich dann halt Rumeierei. Ja, Kasse ist immer schwer zu handeln. Und klar, müssen wir mal gucken, jetzt wie weit es runter geht. Gut, also wenn jetzt in den Kassewerte Pause reinkommt, also ich habe hier immer die Top 6 Werte hier offen. Ja, und da sehen wir jetzt hier, also die SAP fängt jetzt hier an zu fallen. Die BASF ist bis ans Tageshoch rangelaufen. Ja, also hier sieht man die Kauforder drinne. Auch hier sieht man jetzt die Bayer-Aktie, die halt heute früh sehr stark gekauft wurde, seitwärts gegangen ist und dann noch weiter gekauft wurde. Die Autos ja auch mit einem Aufwärtstrend drinne und die Siemens-Aktie, die ja, macht nur seitwärts und die Allianz weiter abwärts. So, und das Ergebnis da heraus ist halt aktuell, weil hier drei Werte oder die Autos in Summe sind, wenn man jetzt die Autos hinzunimmt, wären das nicht, sind das ist nicht ein Wert. Die Autos bestehen ja aus drei Werten. Das heißt, wir hätten jetzt so gesehen 1, 2, 3, 4, 5 Werte, die steigen bei den Tops versus zwei, die wirklich gefallen sind. Oder die SAP ist ja auch ein bisschen gestiegen jetzt vorher. Und damit geht der Markt dann halt tendenziell so ein bisschen nach oben. Aber die Gefahr ist halt, wenn die Aufwärtsbewegungen anhalten, dann gibt es halt immer die deutlichen Rücksetzer und dann wird es halt schwer. Jetzt kommt es halt hier drauf an, ja, wenn jetzt hier zum Beispiel hier die Bayer weiter so Gas gibt, ja, dann sicherlich wird das hier ein schönes Teil hier werden. Ja, die sind, ja, haben jetzt hier schon, stehen jetzt schon am Hoch von gestern 14:30 Uhr. Ja, und wenn die jetzt wirklich hier eine fette Kauforder rein drin haben, dann wird es den DAX sicherlich natürlich auch mit nach oben ziehen müssen. Ja, geht ja nicht anders. Der DAX ist ja nur am Ende das Ergebnis der Wertveränderung der Einzelwerte. Und deswegen ist die Long-Seite aktuell tendenziell zu bevorzugen. Aber, und das ist ja das, was dann viele dann zum Ausstoppen bringt, ist halt, wenn das in den Einzelwerten dann anhält, ja, dann kommt der Markt halt wieder zurück und dann haben wir die Probleme, dass wir dann im Rücklauf oftmals ausgestoppt werden. Wie gesagt, interessant wäre das Ganze, wenn jetzt die Future-Seite jetzt hier so ein bisschen mit reinkommt, dass man da vielleicht dann nochmal da, wenn die groß genug ist, dass man da noch ein bisschen was
nehmen kann. Das war jetzt ja gerade eben zum Beispiel hier Arbitrage gewesen, in dem oberen Bereich hier die obersten drei Punkte. Ja, die wird durch die Arbitrage abgefedert. Das heißt, der Future drückt, die Arbitrage bringt das Ding wieder nach unten. Und ja, wie gesagt, der Start war gut bis zur Arbitrage. Die federt das Ding ab und jetzt kommt der Markt halt wieder zurück. Und das ist halt das Problem, dass man, wenn der Future zu klein ist, die Order, und der Markt halt nicht ganz so konsequent mitgehen, dass denn die Arbitrage den Markt halt immer wieder zurückschießt. Und ja, wenn es jetzt richtig fies wird, ist es so, dass der Markt dann hier komplett wieder zurückgeht Richtung 37. Wer jetzt hier prozyklisch reinspringt, muss halt darauf hoffen, dass die Order sehr schnell wieder aufgenommen wird in den Einzelwerten. Dann kann der Markt auch weiter steigen. Aber die meisten kriegen jetzt dann Panik, wenn der Markt halt hier jetzt ein Stück runterfällt. Heiko, trinkst du gerade einen Schluck Kaffee oder ist dein Ton weg? Okay, also ich glaube, ich war gerade weg. Ja. Audio wurde wieder. Ja, jawohl. So, jetzt höre ich euch auch wieder. Also dich. Ja. Also wenn Okay, ich so sehr viel gut. rumzeichne, passiert das manchmal, dass der halt wegkommt. Also wie gesagt, das hier oben am Tageshoch bis jetzt war reine Arbitrage hier im Markt drinne gewesen, die sozusagen gegen den Future Trader, der den Ausbruch gemacht hat, verkauft und den Markt zurückbringt. Ist sicherlich kompliziert, diese Sachverhalte zu erkennen. Aber ja, wie gesagt, wenn die Kasse nicht weiterläuft, muss der Akteur, der das den Markt hier durchgebracht hat, jetzt gleich schließen. Und dann kann es durchaus sein, wenn man da einfach ohne das Wissen dort reinspringt, dass man halt dann den Ausstopper halt bekommt, weil man diesen prozyklischen Ausbruch halt handelt. Wie gesagt, für mich ist das ein kassegetriebener Markt mit leichter Future-Unterstützung. Und ja, hier heißt es, wie gesagt, ist halt ein ziemlicher Eiermarkt. Also es bleibt ein Eiermarkt. Der kann halt laufen, jetzt 4 Minuten runter, dann wieder 1 Minute hoch oder 3 Minuten dann wieder hoch. Also es wird halt sehr schwer sein. Und hier empfiehlt es sich durchaus dann mit dem Positionsmanagement halt zu arbeiten. Ja, und das ist, wie gesagt, gerade jetzt nicht einfach. Ich hätte überlegt, ob ich jetzt hier sozusagen, ob ich jetzt davon ausgehe, ich habe jetzt so ein bisschen durch das Reden den Faden verloren. Also ich muss mich in so einem Markt halt wirklich auch emotional wiederfinden, bin jetzt gerade so emotional nicht drinne. Und wenn ich jetzt nur rein technisch agiere, dann sind es oftmals nicht so ganz so gute Trades, wenn ich jetzt emotional hinter so einem Trade nicht dahinter stehe. Und ja, aber wie gesagt, die Kasse läuft bis jetzt weiter. Also man kann das jetzt hier versuchen einzufangen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, dass es nicht läuft, wie ich das gerne möchte. Und dann komme ich wieder in das Trade Management rein und dann eier ich dann wieder Ewigkeiten rum. Von daher lasse ich jetzt mal hier den Trade sausen. Also, wie der Trade aussehen würde, wäre rein technisch, wenn ich ihn umsetzen würde, ja, dann sähe er so aus, dass ich jetzt hier einen ersten Long Trade eingehen würde. Das ist gerade mein Zeichentool verschwunden. So. Also, wo ist es denn jetzt hin? Da. So, dass ich hier einen ersten Long Trade eingehen würde und hier unten würde ich dann ein paar Limits platzieren und würde hier gucken, dass ich, falls der Markt hier ein Stück runterkommt, wieder hochkommt, dass ich mir hier einen guten Mischkurs zusammenhole und nur mit einer kleinen Position, wenn es halt direkt durchläuft, dann halt versuche, dann hier oben rauszugehen, entsprechend. Das wäre sozusagen jetzt dann mein Stil, dass ich da irgendwie zwischen ja, 0 oder 10 bis 40% der Position dann reinnehme. Ja. Wie gesagt, in dem Eiermarkt muss man so ein bisschen breit streuen oder streue ich halt dann lieber die Position ein bisschen, falls denn. Und das Fiese ist halt, wenn die Kasse aufhört zu laufen, dann werden wir sehr wahrscheinlich, müssen die Future Long Trader raus und dann sehen wir meistens dann so einen großen Stich auf der Unterseite.
Und da sollte man dann nicht mit voller Position drin sein. Ja. Gut, ja, ich wollte ja eigentlich meine Trades hier vorne erklären, wie gesagt, wenn ich sowas handle, also ich handle halt im Stereo Trader sehr gerne halt mit diesen Limits, dass ich mir die Limits so reinlege, lass mich da bedienen mit meiner Limit Pullback Order, die nutze ich regelmäßig und ja, und gehe dann manchmal mit einer Position rein. Man kann das auch mit der strategischen Order machen, die ja auch sehr gut ja funktioniert in so einem Umfeld. Ja, also hier über diese strategischen Order, dass man da nutze ich dann immer nach der ATR 5-mal ATR durch 3 und dass man dann zumindest eine Buy-Stop-Order drin hat und die Limit-Orders drin hat und da draus dann halt das dann reingeht. Also was ich, man stellt dann auf 4. Ich jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kommen die Rücksetzer der in den Einzelwerten. So, und jetzt in der Phase hier muss man jetzt überlegen und entscheiden, ob man sagt, okay, die Trendbewegungen werden jetzt nochmal aufgenommen oder nicht. Weil wenn jetzt die Trendbewegungen nicht aufgenommen werden, wäre es total dämlich, wenn man jetzt long geht. Ja. Das muss man ganz klar sagen. So, dann muss ich mal kurz. Wenn du Sind die das Bayern? D30 Mini-Symbol nimmst, dann kannst du ja auch weiter stöckeln, ne? Also nur als Info. Ach so, okay. Also muss ich auf 10 gehen, gell? Ja. Ja, gut. Also macht jetzt gerade keinen Sinn, den Trade jetzt nochmal kurz einzugehen. Jetzt kommen die Rücksetzer, jetzt kommt dieser schnelle Move auf der Unterseite. Ja. Ja, gut. Okay, also da kann ich jetzt das erstmal hier weglassen. Ich wollte das jetzt mal demonstrieren mit dem 5-mal ATR. Obwohl, gut, wenn wir jetzt, also das Problem ist, wir sind jetzt relativ weit oben. Der Trade macht nur Sinn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass hier diese beiden unteren blauen Linien halt halten, nur dann macht der Trade Sinn. Ich will es mal zeigen, weil der rein vom, für die vielleicht, die es noch nie genutzt haben auch, oder die es vielleicht gar nicht nutzen, wie das denn aussieht, das wird halt anhand der ATR berechnet und die Orders sind miteinander verknüpft und auch wenn der Markt jetzt sehr schnell fällt, bekommt man halt dann nur einen Teil der Position rein. Ja, man kann das ja auch ausschalten, diese Verknüpfung, aber ist eigentlich ganz gut gemacht. Ich schieße einfach mal die Order ab, nur damit man es mal gesehen hat. Das heißt, hier ist es jetzt platziert. Das heißt, ich habe eine Stop-Buy-Order und dann hier unten drunter die entsprechenden Anzahl an Limit-Orders. Das heißt, ich fasse hier einfach jetzt, wenn ich diese Range hier sehe, das ein. Und sicherlich, man kann ja auch zwischendrin, wenn einem das zu viel ist, dann vielleicht auch nochmal einen löschen. Ja, und sagen, gut, jetzt gucke ich mal und dann lässt man dieses Thema dann da drinne und ja, wartet dann einfach, dass man hier das jetzt handelt. Ja? Also das heißt, vom Setting her, von der Visualisierung jetzt her, unterstelle ich jetzt einfach, dass wir diesen Verlauf dann hätten. Ja? Also ich habe das jetzt hier alles vorweggenommen. Ja? Nicht, dass ich jetzt größenwahnsinnig bin, aber der Verlauf, den man jetzt hier unterstellt, ist einfach der, dass der Markt hier in diesem Trend hochgeht, runtergeht, hochgeht, dann diesen Bereich hier irgendwie abfasst und dann halt wieder hochgeht. So. Und natürlich alles an seine Positionsgröße und so weiter, an sein persönliches Risiko, Money Management angepasst. Ja, und in diesem Hin und Her kann man sich dann halt bedienen lassen. Klar ist, der Fehler ist, wenn der Markt halt hier runterfällt und bis dahin geht und dann erst wieder hier unten Unterstützung findet, dann wird der Trade hier ausgestoppt. Ja. So. Und so kommt man halt dann mit einem Teil eventuell mit. Man kann ja auch selber dann auch diese Trades wieder löschen und anderweitig aufbauen. Aber so kann man zumindest an der Range-Kante, nutze ich dann schon gerne so ein Grid, weil sich das, ihr seht jetzt, das gesamte Grid sich verschiebt. Also ich bin aktuell nur mit Ims drinne, denn das hier unten sind alles Limit-Pullback-Orders. Und wenn jetzt der Markt sehr schnell fällt, dann geht das gesamte Grid hier mit nach unten. Und das finde ich dann halt schon sehr spannend, weil ich dann einfach auch vermeide, dass wenn der Markt jetzt so plötzlich einfach durchrauscht, ja, dass ich halt mit der vollen Size bedient werde. Ja, das will ich ja trotzdem verhindern. Ich möchte schon an meiner Range-Kante hier reinkommen, aber ich möchte schon verhindern, dass ich einfach, wenn der Markt einfach durchrasselt, ja, kann ja durchaus passieren, dass ich dort am Ende mit voller Size drinne bin. Und deswegen finde ich diese Grid-Verknüpfung im Stereo Trader hat der Dirk super Arbeit geleistet, einfach toll, ja. Und wie gesagt, jetzt kann man ja hier unten gucken, ob der Markt dann halt ja, dort anhält. Aber wie gesagt, jetzt habe ich sehr viel vorweggenommen. Ja, und also von der Folgebewegung, die man hier erwarten könnte,
Da kann man aber durchaus ja auch verkehrt liegen. Ne? Und ja, wie gesagt, Risiko muss man dann reingehen und auch überlegen, mit welcher Size man handelt. Also heute zum Beispiel wäre so ein Tag, heute würde ich die ganze Zeit nicht Richtung 100% gehen. Ja, ich würde heute immer im unteren Drittel oder in der unteren Hälfte von der Positionierung arbeiten. Außer ich bin der einzige richtig gute Trade, wo man Richtung 100% gekommen wäre, wenn man ihn gemacht hätte. Also wie gesagt, ist jetzt viel Konjunktiv. Ich will jetzt nur demonstrieren, wo es halt in der Nachbetrachtung halt sinnig gewesen wäre, wäre hier diese Aufwärtsbewegung, also diese 24 Punkte. Wenn ich da den Trade so managen kann und davon auch ausgehe, dass ich da hochkomme bis dahin, dann kann man hier die 100%, was auch immer das bei einem in der Positionsgröße heißt, dann mit reingehen. Ja. Das wäre jetzt so. So, jetzt kann ich hier oben ein Limit reinlegen, falls der Markt halt diese Range jetzt hier abhandelt. Ja. Also ich gehe jetzt davon aus, wie gesagt, ich habe das ja gerade vordefiniert, was ich für einen Verlauf visuell sehe. Und klar, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, ob das jetzt so kommt, aber es würde jetzt recht gut passen für die Struktur. Wie gesagt, der Extra-Plop wäre, wenn der Markt halt hier das Hoch, das letzte lokale Hoch leicht rausnimmt, dass man dann sozusagen versucht, sogar on top nochmal ein paar extra Punkte zu bekommen, falls der Trend wirklich aufgenommen wird erneut. So, ich lasse das jetzt hier mal so laufen. Je höher der Markt geht, desto eher kann man dann auch die Limits dann hier unten auch löschen. Das heißt, das wäre dann für mich dann nicht mehr interessant, wenn ich dann hier deutlicher im Gewinn wäre. Also so ab 46 möchte ich eigentlich gar nicht, dass da unten die Limits bedient werden. Und dann kann man die Limits ja auch ganz einfach hier löschen. Also alles super easy und man kann sich halt wirklich hier auch auf sein Trading konzentrieren. Ja, für mich jetzt auch als, während ich trade und rede, ist das immer ganz angenehm, dass das halt alles so einfach geht. Ja. Gut. Jo, genau. Wir bleiben mal kurz hier in der Situation drinne. Mal sehen, wie sich der Markt verhält. Ihr seht, das Volumen hier unten ist extrem stark zurückgegangen. Also ihr seht jetzt hier 92 Kontrakte, 50, 39, 33, 16. Also das führt jetzt dazu, dass die Kasse zu 100% dominant gerade ist. Die Market Maker oder die sozusagen jetzt die Kasse mittaxen, die sind jetzt am Werk. Das heißt, die hier im Future ein bisschen rumgedillert haben und versucht, den Ausbruch zu haben, werden höchstwahrscheinlich weg sein. Ja, und der Nachteil der ganzen Geschichte ist, dass wir plötzliche Stiche jetzt sehen können, die halt uns nicht passend sind, also die uns auch rauskegeln. Also zum Beispiel, dass jetzt aus so einer Bewegung plötzlich der Markt hier kurz mal runterfällt, weil jemand eine Market Sell Order einfach aufgibt. Ja, jetzt kommen wir hier so ein bisschen die Eindeckung. Wir laufen jetzt da hoch. Mein Stop-Loss ist jetzt hier aktuell ganz klassisch. Und ich nutze immer hier PLH1, dass der einfach das mitzieht. Und wenn es jetzt hier hoch geht, kann man auch das Limit Sell löschen und vielleicht dann auch nur über den Trailing Stop arbeiten, also über das Scalp-Terminal. Ja, die BE-Linie zeigt, dass wir so oder so jetzt mit dem Trade Gewinn machen, denn wir sind ja unter unserem Stop-Loss mit dem Trade BE und das ist. Somit ist es ein Gewinntrade und den Rest macht der Markt für uns. Genau. Gut, also von daher haben wir es richtig abgekrabbelt in dem Falle. Wie gesagt, mit dem Grid sind wir jetzt zwar mit einer kleinen Positionierung nur drinne, ja, aber wie gesagt, Risiken würde ich in so einem Markt aktuell eher gering halten. Ja. Genau. Ja, was er jetzt machen sollte, wäre, und jetzt muss man halt gucken, wenn die Struktur jetzt kontinuierlich loslaufen würde, dann würde ich auch oben das Limit dann verschieben oder sogar löschen. Ja, so und ja, jetzt gucken wir mal mit der ersten Minute der neuen. Vielleicht, wenn der Markt, falls der Markt jetzt hier schnell wird, dann würde ich hier ganz kurz den TI anmachen. Ja, der ist bei mir eingestellt. 3 Punkte. TA20. Ja, falls es ploppt, also falls wir jetzt hier diese schnelle 1-Minuten-Kerze bekommen mit 10 Punkten, da will ich mitgehen und der Rest klackt dann raus. Und wenn es halt richtig gut läuft und der läuft halt weiter wie gedacht, dann ist halt auch okay. Was ich jetzt hier nicht mache, werde trotzdem oben im Distributionsbereich den Trade nicht aufstocken, denn im oberen Distributionsbereich geht man davon aus. Jetzt habe ich den TI angeklickt. Jetzt gucken wir mal, ob der Markt hier durchpushen kann. Durch das Hoch. Wir sehen so ein bisschen eine Kontinuität auch im Future. Ganz gut. Und mal gucken, ob es ausreicht. Wie gesagt, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn ich jetzt hier ausgestoppt werde. Ja, das wäre jetzt auch nicht schlimm. Ja, positiv, die SAP-Aktie erholt sich. Ja, könnte jetzt vielleicht dann der
vielleicht der kleine Pushgeber sein. Ich mache mal den TI nochmal kurz aus. Den normalen Trailing Stop an. Ja, dass man hier am 1-Minuten-Chart müsste man jetzt hier drüber bleiben. Wie gesagt, den TI würde ich halt anklicken, wenn der Push kommt. Ja, dann macht das Sinn. Jetzt mal gucken, ob es schnell wird. Wie gesagt, wenn es schnell wird, das Ding reingeballert. Und man kann den natürlich auch ganz eng nehmen. Jetzt weiß ich gar nicht, eigentlich habe ich nur 3 Punkte, sind es 4. Terminal. Minus 3, ja, also mit SL, gut, ja, passt. Ja gut, die Vola ist auch relativ klein. So, jetzt gucken wir mal, ob der Push hier durch das Hoch kommen kann, ob der Ballermann kommt. Und in den Ballermann hinein stellen wir dann halt einfach glatt. Man könnte jetzt hier auch noch, ist auch eine schöne Funktion, die ich auch manchmal nutze, ist die Shift-Taste zu drücken, also Steuerungstaste zu drücken und dann eine Buy-Stop-Order aufzugeben. Ja, dass man dann halt über dem Hoch reinkommt. So, also ich bin jetzt draußen am Hoch. Ja, also wie gesagt, kleiner Trade, wie gesagt, ist auch ein kleiner möglicher Widerstandsbereich. Ja, alles okay. Also muss man halt überlegen, wenn es jetzt noch 2 Punkte fällt, gut, dann wäre nicht mehr fällt, dann wäre man mit dem normalen Trailing Stop drinne geblieben. Mal sehen, ob der Ballermann jetzt kommt oder nicht. Ja, und ansonsten kann man ja hier unten dann auch wieder das Grid dann abschicken und dann wieder da unten dann die Long-Seite versuchen. Ja, also strukturell jetzt ganz okay. Ja, man nennt das Ganze einfach relativ simples, ja, Widerstands- und Unterstützungstrading. Die einzige Entscheidung, die ich halt hier immer treffen muss, ist, bricht der Widerstandsbereich, ja oder nein? Wenn er bricht, klar, ist es gut, wenn man drin bleibt. Wenn er nicht bricht, ist es perfekt, wenn ich so aussteige, wie ich jetzt ausgestiegen bin. Und das ist das Geheimnis eigentlich. Gut, jetzt aber kommen wir mal zu unseren Trades, die ich heute vorhin auch gemacht habe. Da war es halt auch so gewesen, der Markt hat hier unten eine Stabilisierung gezeigt und hier ging es halt sehr schnell. Das heißt, ich habe hier in diese Bewegung hinein Trades aufgebaut und habe die dann halt hier einfach konstant rausskaliert bis zum Widerstandsbereich, also das letzte lokale Hoch. Bis dahin habe ich dann den letzten Exit genommen, ja, und habe dann hier diese Punkte genommen. Dann habe ich gesehen, dass der Markt mit einer ganz schnellen Bewegung nach oben gegangen ist und die schnellste Bewegung war dann für mich dann der Grund, warum ich hier diesen Short Trade genommen habe. Ja, den habe ich in der Bewegung reingenommen. Ich habe eigentlich noch mehr Trades gemacht, da fehlen glaube ich noch ein paar. Jetzt weiche das mal ein bisschen auf. Also hier habe ich dann wirklich, der Markt schnippte von hier 10 Punkte hoch oder die 13 Punkte hoch, für ein Stück runter und da habe ich dann gleich die ersten 3 Positionen hier direkt aufgebaut. Und dann ist der Markt runtergefallen und dann einfach mit Trailing Stop lief das Ganze dann hier, die Dinger dann wieder rausskaliert. Ja, und dann, wie gesagt, dann, das war ja, sind jetzt hier die Webinar-Trades. Ja. So, bis jetzt bestätigt sich der Distributionsbereich, wie man den nennt, fachsprachlich oder Fachausdruck oder Widerstandsbereich, bestätigt sich bis jetzt. Mal gucken, wie weit es runtergeht. Ja, gut. Ja, wenn es Fragen gibt zum Handelsstil, dann her damit. Wie gesagt, im Markt jetzt gerade nicht so viel los. Oder wenn allgemein Fragen sind zum kurzfristigen Trading, Scalping, dann gerne können die da beantwortet werden. So, hier unten wieder heißt es wieder zu schauen per Limit, dass man die Trades wieder reinbekommt. Ja, also Range bestätigt sich hier in dem Fall. Oh. Und wenn man das wieder vorwegnimmt, dann schauen wir mal, ob der Markt dann hier unten die Limits wieder bedient. Wie gesagt, wenn man, wichtig ist jetzt auch, falls der Markt ja hier durchfällt, das Schöne ist ja einfach mit dieser Limit Pullback Order, die zieht ja mit, deswegen kann ich die Limits auch hier vorher so reinlegen, weil durchaus manche denken, warum legt er jetzt schon die Limits rein? Also die Pullback Order nimmt mir ja die Arbeit ab, das ist ja das Schöne. Und ich kann ja auch, wenn der Markt sehr schnell läuft und und ich möchte nicht mehr gehen, kann ich ja auch währenddessen mit dem Löschen aller Buy Orders dann auch die Limit Pullback, während sie noch nicht bedient ist, ja auch wieder löschen. Das ist ja das Tolle an dem Ganzen. Ja. Genau. So, man sieht auch heute, wie gesagt, aus dem Future heraus konnte ich nicht wirklich viel lesen. Ja, der Markt hat jetzt hier oben ein bisschen geringeres Volumen. Also vom Profil her
ist es jetzt nicht wirklich so interessant. Ach, schade, den ersten Limit hätte ich ja gern schon mal gehabt. Ist jetzt nicht so interessant. Wir haben jetzt hier im Future mehr oder weniger ein Trendprofil. Das heißt, ich würde durchaus erwarten, dass wenn diese Struktur so halten bleibt, dass wir heute höher gehen kann. Vielleicht so ein kleines bisschen auch da kurz erzählt, warum das eine gute, warum die Bewegung auf der Oberseite durchgehen kann. Einfach darin, an der Struktur des Marktes. Wir sehen es ja auch selber. Ich lösche mal hier kurz die Limit Orders. Wir sehen es ja auch selber. Wir haben ja hier jetzt einen leichten Trend. Ja, also ist jetzt zwar noch nicht schön, aber entwickelt sich ja. So, und für die Volume Profile Trader, die jetzt hier agieren, die schauen jetzt da drauf, wie der Markt halt hier zurückkommt. Und hier ist es so, der Point of Control hier aktuell ist jetzt nach oben gerutscht. So. Und wichtig wird jetzt werden, dass die am besten die Tiefs nur in das Volume Low hineingehen und dann halt höher gehen. Und wenn man das jetzt mal sieht, das Ganze, dann haben wir hier die Berge. Ja? Also das heißt, der Markt ist hochgegangen, dann wenig Volumen, dann wieder ein Stück hochgegangen, wenig Volumen, ein Stück hochgegangen, wenig mehr oder weniger Volumen. Ja, und an einem Hoch wäre es jetzt so, der Markt müsste jetzt hier wenig Volumen bilden am Hoch, dann geht er da durch, dann bildet er wieder viel Volumen und dann so geht dann der Markt nach oben. So. Wann wäre jetzt das Trendprofil gebrochen? In dem Falle wird es heute ganz gut passen. Der Markt testet das Open, kommt er nicht mehr höher und dann geht es eine Etage tiefer und dann wieder hier Range in diesem Bereich dann drinne. Also so sollte eigentlich der DAX heute laufen. Also entweder Trendprofil auf der Oberseite, schön klassisch durch, solange wir nur bis in den Volumentiefs abprallen oder spätestens in den Unterstützungstief. Und wenn wir hier dieses Volumentief, also hier erreichen, dieses Bruchlevel, da wird sich dann entscheiden, ob der Markt daraus heraus nochmal die Kraft zieht, um genau nach oben durchzugehen oder dann hier einen Widerstandsbereich hat und dann vielleicht eine Etage tiefer geht. Das sind so die beiden Sachen, auf die man jetzt als Volume Profile Trader hier schaut. Ja. Was ich heute dennoch nicht machen würde, ich würde oben nicht prozyklisch long gehen. Hat man gesehen, die Durchbrüche waren bis jetzt sehr gering gewesen. Ja. Die waren relativ gering gewesen, die Durchbrüche. Deswegen würde ich prozyklisch nicht einsteigen. Gut. Ja, absoluter Range-Markt gerade. Ja, und da ist es dann durchaus auch so, dass man dann da ja, geduldig sein muss. Dran denken, wie gesagt, die Amis haben ja dann zu, die Futures taxen noch bis 15:30 Uhr und dann gehen die auch in den Feierabend. Ja, aber da ist jetzt auch schon aktuell völlig tote Hose. Ja, ich habe hier die US-Futures an der Seite mit. Ja, und von daher glaube ich, ist so ein Großteil der Action schon auch durch. Ja. Und ihr seht das Volumen, ja, es wird jetzt wahrscheinlich dann auch immer dünner werden. Ja. Jetzt haben wir es wieder über 100 Kontrakte geschafft. Also jetzt gibt man hier wieder ein bisschen mehr Gas, aber ja, das ist gerade wie so im Stadtverkehr. Ja. Hin und her, Start, Stopp. Ja, der Markt geht los, Start, Stopp, Rückwärtsgang, Start, Stopp, Rückwärtsgang. Und so eiert ja, der Markt jetzt hier hin und her. Und diese Bewegung, die jetzt hier so ein bisschen kommen, das zu handeln, ist halt auch extrem schwer. Ja, für mich ist ja auch so, ich gucke mir, das vielleicht nochmal dazu gesagt, wie ich, worauf ich auch schaue, ist, ich habe jetzt hier unten links eine ATR von 3, also das heißt die letzten 15 Minuten. Schwankt der DAX aktuell 10 Punkte. So. Und mein Ziel ist es, ein Drittel bis zwei Drittel dieser ATR zu verdienen. Das heißt, ich kann hier nur 3 bis 6 Punkte verdienen. So wie jetzt, wenn die ATR hier auf 7 geht oder so. Ja, also mal als Beispiel, ich kann jetzt nur 3 bis 6 Punkte verdienen. Wenn ich jetzt dazu einen passenden Stop haben möchte, dann müsste ich ja einen Stop setzen, der nur maximal 3 oder 5 Punkte groß ist. Wenn ich diesen Stop aber gar nicht setzen kann, also das heißt, wenn ich jetzt hier mal reingehe, ich gehe jetzt long, dann brauche ich einen Stop von 16 Punkte. Ja, so, 16 Punkte Stop, klar, kann ich jetzt mir noch schön rechnen, wenn ich sage, ich gehe nicht mit voller Position rein, sondern ich gehe jetzt ja nur mit 20% meiner Position rein. Dann sind 16 Punkte am Ende ja auch keine 3 Punkte auf die volle Position gesehen. Also so kann ich es mir noch schön rechnen. Aber dennoch gehe ich relativ viel Risiko für wenig möglichen Ertrag ein. Und da muss man halt überlegen, ob man das halt macht. So. Prinzipiell sage ich für mich bei einer ATR unter 10
ja, kann ich nicht wirklich sinnvoll handeln, rein vom Stop her zum Risiko. Und da muss ich halt auch für mich dann halt sagen, gut, da stelle ich dann das Trading ein, solange bis dann die ATR einfach wieder höher halt ist. Ja, das wäre dann so das Thema. Also es das heißt, in der Trading Range jetzt, solange die sich so stark einengt, wird man auch sehen, ihr werdet hier sehen, das Volumen geht immer weiter zurück, weil keine Sau mehr handelt. Und irgendwann gibt es mal jemanden, der dann sagt, der war bis jetzt auf dem Klo gewesen und der muss vielleicht handeln oder bekommt den Auftrag, dass er handeln muss oder keine Ahnung, was er für eine Idee hat oder vielleicht, es gibt ja auch durchaus technisch orientierte Future Trader, die halt einfach nur ein bisschen mehr Kapital haben und trotzdem ganz klassisch technisch handeln. Ja, und der gibt dann plötzlich eine Order auf und, ja, und dann knallt der Markt halt mal kurz ein paar Punkte durch. Ja. Also man sollte da auch nicht unterschätzen, was auch Leute, die großes Kapital haben und nicht viel Ahnung vom Markt haben, die gibt es genauso. Ja. Wenn denn so ein, wenn man dann manchmal so einen Future-Händler, der dann einmal sagt, Heiko, immer wenn ich 50 Kontrakte Market im DAX reingebe, dann bewegt er sich immer um 2, 3 Punkte. Ja. Ja. Also solche Leute gibt es halt auch, die einfach mehr, die sozusagen die Uli Hoeneß sind, genau. Die Uli Hoeneß, das auch im Future gibt es die. Ja. Gut. Die werden natürlich immer gleich wieder zurückgeholt, weil sie am Ende über die Arbitrage abgefangen werden, aber dennoch ist es dann halt schwer, darauf zu setzen, ja, dass gewisse Sachen passieren. Oh. Alright. Ja, sehr schönes, braves Publikum. Wenig Fragen. Aber wie gesagt, keine Angst. Ja. Aber ist ja auch gut, wenn Hören alle alle zu. gespannt zu. Ja, wenn alle, ist ja auch ganz gut. Ja, passt ja. Der Dirk hat vorhin noch was geschrieben, habe ich gerade gesehen. 9 Timeframes mal 3 DAXe, 27 Levels, also pro SMA 20, 50, 200 und so weiter. Kommt man auf 81 Levels, die der Markt halt anhandeln kann. Reiner Zufall, ja. Also wie gesagt, einer trifft ja immer, ja. Aber es ist ja auch egal, woraus man seine Aktion halt ableitet. Wichtig im ganzen Trader-Leben ist halt zu überprüfen, ob dieser Vorteil eine gewisse Relevanz halt hat, einfach im Trading auf einer gewissen Zeitebene, ja, oder auf einer gewissen, über eine gewisse Zeitdauer. Also mein Trading passt sich auch, wenn ich jetzt 18 Jahre Trading nehme und ich würde so handeln, wie ich angefangen habe zu handeln, dann wäre ich heute sicherlich nicht mehr da. Also mein Trading hat sich über die Jahre auch an meine Persönlichkeit, an mein Konto, an meinen persönlichen Handelsstil angepasst, aber auch wieder umgedreht habe ich mich angepasst. Also ich hätte früher zum Beispiel nie mit mehreren, oder ich habe früher nie mit mehreren Positionen gehandelt. Ja, ich bin halt eingestiegen, Stop und Ausstieg. So. Und am Ausstieg habe ich maximal überlegt, ob ich noch eine 50% rausstelle oder den Rest laufen lasse. Ja, das hat sich alles auch sehr stark weiterentwickelt, weil die Märkte sich auch so verändert haben, dass ich da eingreifen musste. Ja, und so wird sich das Trading auch immer weiterentwickeln. Und ja, bleibt ja gar nicht aus. Ne? Prinzipiell werden die Märkte auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch hochgehen, runtergehen und auch seitwärts laufen. Aber die Frage ist halt im Detail wie. Und das sagt man ja auch oft, der Teufel steckt im Detail. Ja, so. Also ich sage mal so, ich sage mal, mit meinem Trading-Stil aus dem Jahr 2000, 2001 würde ich heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber mit dem Wissen von heute im Jahr 2001 gehandelt, das wäre natürlich super gut. Ja, wenn man denn auch weiß, dass man halt in der Bewegung mal Position raufskalieren kann und oder sollte sogar, ja, dass man im Gewinn über 100% geht, ja, von seiner Positionsgröße, wenn das Risiko gemanagt ist. Ja, und ich natürlich am Anfang auch die Anfängerfehler gemacht habe, dass ich halt teilweise das Dreifache, Fünffache, Zehnfache Risiko im Verlust eingegangen bin. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Heute ist immer nur Risiko maximal 100%. Ja, aber Gewinnfall, Positionsgröße über 100%, wenn es geht. Also, wenn es halt läuft, ne, es muss halt dann einmal laufen. Ja. Dann kann das gut gehen. Ja, Markt schläft langsam ein, bettet sich langsam zur Ruhe, ja, zur Mittagspause. Ich sag mal es mal so.
Tendenziell sieht es jetzt nach oben ganz gut aus. Also nach unten hat er jetzt eine sehr gute Unterstützung geliefert. Solange die Unterstützung halten, gehe ich davon aus, dass wir die Korrektur auch Richtung 11.260 fortführen können. Und worauf ich heute noch achte, vielleicht wäre, wie gesagt, ich sage mal so, im Normalfall sollte der Markt ganz schwach dann werden. Also man hat das mal, wer vielleicht das vergleicht heute mit Thanksgiving, wo ja auch die Börsen zu waren, der hat ja dann gesehen, was dann auch im DAX ab 17, also ab Mittagszeit dann passiert und 17:30 Uhr dann erst recht, wenn dann gar keine Orders mehr kommen. Worauf ich heute, falls es nochmal hochgehen sollte, schauen würde, ist, wie wir uns in dieser 30-Minuten-Kerze verhalten. Wer das als Market Profile nutzt, das ist ein sogenannter Single Print. Und durchaus kann es passieren, dass diese Single Prints dann komplett neutralisiert werden. Das würde den Push auf der Oberseite bedeuten für heute noch. Aber die Frage ist, wer macht's? Und das kann eigentlich nur der machen, der hier den Short Trade auflöst. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier aktiv Leute kaufen. Fehlt mir einfach die Vorstellungskraft. Wenn aber der Markt, und das passiert halt auch ab und zu, wenn der Markt halt, es gibt Zeiten, und das fehlt jetzt auf der Oberseite zwar heute ein bisschen, dass der Markt aber hier so eine Kerzen genauso schnell auf der einen Seite neutralisiert, wie er es ja auf der anderen Seite eingegangen ist. Das würde bedeuten, so schnell wie der Markt hier gefallen ist, kann auf der anderen Seite ab einem gewissen Level dann auch mal anfangen zu steigen. Bis jetzt sind wir halt in dieser langen 30-Minuten-Kerze drin. Und bis jetzt ist aber das noch nicht passiert. Aber das müsste aus der Future-Seite kommen, nicht aus der Kasse-Seite. So, wenn der natürlich hier nicht aktiviert wird und seine Stops hier nicht rausziehen muss, dann wird das auch nach oben halt recht schwer werden und dann könnten auch die Hochs dann irgendwann mal verkauft werden. Ja. Genau. Gut. Ja. Also da hoffe ich, dass ich euch da so ein paar Tipps und Tricks da an die Hand gebe, die man erstmal im Trading auch überprüfen sollte, ob das für einen Sinn macht, was ich, also wie gesagt, für mich macht es halt Sinn. Für jemand anders muss es keinen Sinn ergeben. Und dann kann man auch überlegen, ob man denn diese Tipps und Tricks dann auch in sein Trading irgendwann mal integriert. Gut. Ja, ich glaube, ich bin minimal im Plus heute. Ah, gut, ist jetzt nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, es wäre jetzt für mich auch kein wirklich richtig großer Gewinntag gewesen. Weil ich wahrscheinlich heute jetzt auch von dem Chartbild nach diesen ersten Trades dann auch, wie gesagt, nicht die 100% erreicht hätte. Ja, wie gesagt, die aller einzige Bewegung, wo ich hier auf 100% hätte gehen können, wäre diese eine 23-Punkte-Spanne. Aber da muss ich davon ausgehen, dass es so kontinuierlich bis an den lokalen Widerstand durchläuft. Und das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gesehen und auch gar nicht gehandelt. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob hier die Unterseite nochmal angefixt wird. Das heißt, dass man hier durchschießt. Ja. Und wir werden mal schauen, wie der Markt da nach unten durchgeht. Und wenn er nach unten gut durchgeht und wieder hochkommt, dann könnten wir hier nochmal vielleicht ein paar Long Trades reinnehmen. Ja. Also falls jetzt nur die Leute hier ausgestoppt werden. Also hier wird sich jetzt langsam entscheiden, werden hier nur Leute ausgestoppt und der Markt kommt wieder hoch oder entwickelt sich dann mehr draus. Also denkt nochmal an die Worte, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wenn der Markt hier in das Open reinläuft und dann nicht mehr zu stark hochkommt, dann kann sich dieses Trendprofil dann komplett verändern, dass es dann mehr oder weniger wirklich ein Range-Profil wird. Ja, typisch wäre dann Folgendes, wenn sich wirklich die Struktur ändert, wäre typisch dann, kann man jetzt auch schon vorausdenken, ja, an der Börse immer vorausdenken, nicht zu sehr rückwärts blicken. Also wenn das typischerweise so wird, das Profil, ja, also vor allem, wenn der Preisbereich nicht für das genutzt wird, so, dann ist es meistens so, dass auch dieser Bereich dann ausgefüllt wird. Das heißt dann, wir sehen dann irgendwie eine Range, der Markt fällt hier runter, kommt hier ein bisschen hoch, geht dann nochmal rein, wieder hoch, dann wieder da ein bisschen dahin, dann ein bisschen hierhin, dann wieder da runter. Und am Ende des Tages sehen wir dann, dass der Bauch sich ausdehnt. Ja, und das würde hier bedeuten, ganz grob gesagt, auf den FX Flat Chart umgemünzt, würde das bedeuten, dass wir hier heute eine Trading Range bekommen zwischen
11.1212 und oben die 11 und hier irgendwo um die 11.232, 11.225 drumherum. Also da könnte man sich denn schon drauf einstellen, wenn jetzt dieses Reinstechen nicht mehr genutzt wird für Käufer auf der Oberseite. Das wäre dann der Fall. Wie gesagt, aber das ist schon eher zufällig. Ihr seht ja hier, was an Volumen umgeht. Ja, hier 7 F-Dachse getradet für 2 Punkte. Das ist halt natürlich lächerlich. Ja. Ja. Genau. Und ja, je weniger Volumen, desto zufälliger die Bewegung, desto schwerer für uns zu handeln. Und deswegen handle ich auch nicht, ja, bei der ATR. Und das ist halt so diese natürliche Grenze einfach, dass wenn der Markt so rumeiert, braucht man halt sehr viel Geduld. Wer die Geduld hat, der kann das sicherlich handeln. Für mich, mein Handelsziel ist ja kurzfristiger Natur. Kann man das sicherlich handeln, muss man Lust drauf haben. Oder man sollte da im anderen Zeitebenen sein. 15 Minuten Chart, 30 Minuten Chart. Und ansonsten, wie gesagt, unter einer ATR von 10 Punkten handle ich fast prinzipiell nicht. Also, das ist dann immer so der Motor, wo ich dann das Trading auch vorwiegend einstelle. Ja. Manchmal handle ich es, wenn ich für den Tag jetzt ganz gut war. Also ganz gut vorne liege, dann kann es durchaus sein, dass ich in so einer Phase vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Trades eingehe. Aber das ist zum Beispiel heute, jetzt liege ich hier 35 € vorne. Wenn ich das jetzt auch im Echtgeld, also für mich jetzt zu Hause, bei 35 € liegen würde, da würde ich keinen Trade mehr eingehen, weil der nächste Trade kostet mich um die 35 bis 50 € bei meiner Positionsgröße, die ich jetzt heute gefahren hätte. Und das würde bedeuten, ich könnte eventuell in den Verlust rutschen oder plus minus null. Und da ich dann aber so einen Tag dann lieber im Plus beende, würde ich dann gar mich, also ich gebe mich dann auch dem nicht mehr hin, dass ich dann einfach einen Trade eingehe, nur um zu gucken, ob diese Chance halt aufgeht, sondern würde einfach rein Money Management gesehen sagen, gut, hast du eh heute kaum was verdient, Stundenlohn total gering, wenn man es so umrechnet, ja, und aber der Markt halt mehr war dann für einen halt nicht rauszuholen und dann sagt man, dann nimmt man lieber halt hier die 35 € mit und hat zumindest ein Plus auf dem Tableau und kann den nächsten Tag auch wieder mit einem Plus dann starten. Das nochmal so als Idee. Ist ja ganz wichtig, weil die meisten scheitern ja, weil sie sich dauernd dieser Versuchung des Tradens müssen hingeben. Ja, verlieren sie dann halt am Ende Geld. Ja, möchte nicht wissen. Oder wenn ich das mit meinen Coaching-Teilnehmern auch immer durchspreche, dann sieht man das auch. Ja, die waren so und so viel Euros im Gewinn oder so und so viel Punkte im Gewinn und am Ende des Tages beenden sie den Tag mit einem Verlust und bringen das Wenigste nach Hause und lassen am Ende nur um wieder neue Chancen, neue Trades, also nur um des Traden-Willens halt verlieren sie dann am Ende. Ja, so. Aber es ist halt so, wenn man seine Ziele auch im positiven Falle halt um 10 Uhr erreicht hat oder um 11 Uhr, dann ist halt Feierabend. Das ist, also ich meine, das ist ja halt eigentlich das, was man will. Ja, also viele sagen mal, ich will mit dem Trading die Freiheit wieder haben, nicht von früh bis abends zu arbeiten. Und wenn man dann fragt, wie lange hast du heute vom Trading schon gesetzt? Ja, von 8 bis 22 Uhr. Ja, und das soll ja nicht sein. Ja, gut, sind wir jetzt ja kurz vor Ende. Wenn es noch Fragen gibt, gerne noch her damit. Kam jetzt weiter nichts. Wer auch vielleicht zu seinem Trading-Stil einfach eine Frage hat, kann die gerne stellen. Trotzdem heute wieder positiv abgeschlossen, so wie die letzten zwei Webinare, ne? Ja, aber wie gesagt, am Ende, das ist halt, was halt wirklich immer ein bisschen doof ist, dann. Also wie gesagt, der eine Trade, der Long Trade ärgert mich schon, ja, der wurmt mich schon, den ich da gemacht habe. Weil wie gesagt, mit voller Aufmerksamkeit hätte ich ihn eigentlich nicht gemacht, rein aus meiner Statistik heraus, also meiner Statistiken Blick auf den Markt halt, also meiner persönlichen, ist der Long Trade dort eigentlich verkehrt gesetzt. Ja. Aber gut, ich habe es versucht und trotzdem gescheitert. Aber ist ja auch gut zu sehen, dass ich am Ende auch nur mit Wasser koche. Ja, und am Ende auch meine Verluste akzeptiere. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also meine Trading-Verluste, wobei ich denn heute in meiner Trade-Auswertung, wenn ich die ja machen würde, ja, müsste ich ja heute sagen, gut, in dem Falle wäre es besser gewesen, manuell zu entscheiden, wie über den Stop-Loss zu entscheiden. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. So. Naja.
Aber klar, Plus ist Plus, so kann man es auch sehen, ne? Am Ende fragt ja auch im Fußball keiner, wie der Sieg entstanden ist, Hauptsache ein Sieg. Ja, und im Trading geht es ja darum, viele Gewinntage einfach einzutüten. Ja. So, was mich echt wundert, ist, dass der Markt so wenig fällt. Wir können ja nochmal zum Ende hin hier auf die Kasse gucken. Also die SAP-Aktie, die so gut vorne aussah, sieht jetzt umso schlechter aus. Gleich am Tagestief. Die restlichen Werte halten sich aber oben. Von daher gibt es jetzt nur einer, der fällt. Rest steigt oder seitwärts. Ja, bleibt halt ein ziemlicher Eiermarkt für heute. Also, wie gesagt, erwartet da heute nicht viel mehr. Ja. So. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der ein oder andere Wert, zum Beispiel die BASF, jetzt genug gestiegen ist, kommt dort nicht weiter, verkauft das Ding nochmal ab. Dann sind wir auf der Unterseite, wenn die SAP noch, also man kann sich das hier alles positiv und negativ zurechtdrücken. Ja. Und ja, am Ende kommt es halt darauf an, wo die Einzelwerte dann heute hinmarschieren. Also mal gucken, ob die SAP nochmal Gas gibt auf der Unterseite, dann wird es sicherlich mit den Longs noch schwieriger werden. Und wenn halt die Werte, die gestiegen sind, jetzt abverkaufen, dann beschleunigen sie logischerweise auch den DAX auf der Unterseite. Das heißt, dass in Summe dann durchaus der Markt auch noch tiefer gehen kann. Positiv gesprochen, die SAP-Aktie hält das Tagestief, steigt, plus die anderen Werte steigen auch wieder weiter, dann wieder positiv auf der Oberseite. Ja. Vielen Dank, war top. Ja. Vielen Dank und einen angenehmen Tag. Ja, das wünsche ich auch. Ja. Gut. Ja, da gibt es eigentlich heute sonst nicht so viel mehr zu sagen. Also war eher eine ruhige Session. Wir haben einmal es geschafft, einen ganz guten Trade zu machen und hier auch dran zu schreiben an so einen Trade. Das war ein Top-Trade. Ja, also nicht darauf zu setzen, dass der Markt durchgeht, sondern in dem Widerstand den Trade zu schließen, ist am Ende perfekt. Ja, jetzt muss man hier erstmal gucken. Ja, das ist halt so der Hass, dass man eigentlich hier in der Unterstützung immer darauf wartet, dass der Markt sich ablöst. Und immer wenn er sich nicht ablöst, ist halt das Problem, dass man dann immer da dann auch ins Hintertreffen geraten kann, ähnlich wie bei meinen Trades. Und es ist halt hier auch abermals so gewesen, der richtig lange Push auf der Unterseite ist dann so ziemlich das Ende der Bewegung. Das kann man sich eigentlich auch merken. Und ihr kennt das vielleicht auch selber, wenn ihr ja ausgestoppt werdet an der Range-Kante oder wenn der mal kurz rausploppt. Ja. Also das, was mir hier unten widerfahren ist, das war am Ende ja dann mit die längste Kerze hier gewesen oder die schnellste. Es war eine relativ schnelle Kerze in der ersten Minute und danach hat sich der Markt dann erst gefangen und dann umgedreht. Ja. Weil das sind einfach hier die Stop-Losses derer, die auch so wie ich halt agiert haben. Ja. Klar, im CFD sieht zwar keiner meinen Stop, aber am Ende hat es dann ausgereicht, mich doch zu holen. Ja. Ja. So, Range jetzt denn, jetzt kommt diese erwartete Reaktion auf der Oberseite. Range bis jetzt ganz gut angenommen. Jetzt muss man gucken, wie weit geht es wieder runter. Ja, und dann kann man das dann hier so auslaufen lassen, das ganze Thema. Ja. Und wie gesagt, darauf achten heute unterhalb hier dieser 31er Marke, wenn der Markt hier in diesen grauen Bereich, also zwischen 30 und 25 reinläuft und danach nicht mehr wirklich deutlich über die 40 geht, gehe ich davon aus, werden wir uns den restlichen Tag hier in dieser Range aufhalten. Und Last Chance wäre auf der Oberseite lange Kerze, auf der Unterseite Reverse und dann muss hier beginnen, der Markt dann das Trendprofil aufzunehmen. Das wäre gut. Und die große Gefahr, die halt hier besteht, ist, der Markt sticht hier rein, bleibt dann irgendwo bei unterhalb der 40 kleben und fällt dann hier runter. Und dann sieht das Bild da so aus. Also das ist eigentlich, wie gesagt, ich kenne ja den Verlauf auch nicht. Ich habe nur die Erfahrung, wie Verläufe sind und ich habe nun 18 Jahre DAX-Verläufe gesehen und da kann man dann durchaus sowas aufstellen und weiß dann auch, wie es laufen könnte. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit. Prinzipiell muss man nur überlegen, ob der Markteinheit die Chance gibt, über sein Chance-Risiko-Verhältnis überhaupt einen Trade einzugehen. Selbst wenn ich das so analysiere und das läuft dann sogar so, wie ich mir das denke, ich bekomme aber über meine anderen Regeln keinen Entry in den Markt hinein, sei es von der Stopgröße her, Positionsgröße, was auch immer, oder dass ich einfach auch Mittag mache,
dann ist es so, und dann ist zwar die Analyse rein prophylaktisch erstellt, ich kann es dann doch dennoch nicht mit dem Trade umsetzen. Also das heißt, den visualisierten Verlauf, der ist für mich ziemlich klar, muss ich sagen, aber ob ich es rein trade-technisch umsetzen kann, ja, das ist immer so eine Sache. Manchmal ist es durchaus so, dass man sagen kann, oder manchmal gab es auch Phasen, wo ich sage, ich sollte meinen visualisierten Verlauf einfach umsetzen, egal Trading-Regel hin oder her. Funktioniert natürlich immer auch nur, wenn dieser visualisierte Verlauf halt auch aufgeht. Ja? Ansonsten funktioniert der ganze Quark ja auch nicht. Ne? Aber wenn man merkt, dass der visualisierte Verlauf halt sehr oft funktioniert, dann ist es halt ganz okay. So, jetzt haben wir hier nochmal jemanden, der hier Attacke macht, zur Mittagspause hin. Gucken wir mal. Ja, wichtig ist jetzt auch hier nicht unbedingt drauf reinzufallen, dass man jetzt hier nicht wild aufspringt. Wenn, dann hätte man drin sein müssen. Future Trader schauen jetzt auf die 44er Marke hier. Hält die Marke, ist es okay. Bricht die 44er Marke, gehe ich davon aus, war das nur ein Anschuss, der so aussehen soll wie. Und dann fällt der ganze Salat wieder in sich zusammen. Also das ist eigentlich eine Kerze, so eine schnelle Kerze ist eigentlich auch eine prädestinierte Kerze, die, wenn der Markt hier runterkommt, die man auch gerne shorten kann. Ja, das, was ich hier vorhin mal gemacht habe, wenn es dann in den Widerstandsbereich hineingeht. Jetzt hält sie halt. Ja, gut. Gut, also, wie gesagt, das war jetzt der Bereich, der 44er Bereich war der interessante Bereich. Das reicht dann aus, um da 3, 4, 5 Punkte mitzunehmen, im Rücklauf zumachen. Und fällt der Markt hier unter die 44? Ja. Gehe ich davon aus, dass die Kerze wieder zusammengeschossen wird. Also, dass das ja ein reiner Algo ist, der da mal guckt, ob da was geht, ja, zum Stundenwechsel. Ja. Sollte hier wirklich mehr entstehen und über die Arbitrage man die Kasse in Gang setzen, also das heißt, die Schwergewichte da in Bewegung versetzen können, wichtig, wie gesagt, also die 44 wäre jetzt für mich halt wichtig. Und solange das hält, kann der Ausbruch nach oben halt funktionieren. Und dann täte sich auch das Trendprofil erneut bestätigen. Ja, also ihr seht das jetzt hier. Wir können ja mal hier das zum Stundenwechsel das mal anders anmachen. Warte, ich mache euch mal schnell einen Chart. New Chart FDAX. Zack. Template. Volume Profile. Volume Profile. Zack. So. Ja. So, habe ich einmal einen Chart hier gemacht. Von heute. Ja, und jetzt sieht man hier sehr gut, ne, also die 28er Bereich hat jetzt denn doch eine sehr gute Unterstützung erfahren. Ja, deswegen auch unten die Longs zu nehmen. Ja, und jetzt seht ihr hier, ich zeichne das nochmal für euch. Ja, deswegen auch dieses mögliche Trendprofil. Ja, also hier, das sind die Berge und Täler über Berg und tiefen, tiefen Tal. So, ja, und jetzt hier oben raus. Und wichtig wird dann werden, ob denn hier oben das so weitergeht. Ja, und das ist halt dann wichtig, dass der Markt halt hier in diesen Bereichen halt anhält. So. Und die Gefahr halt besteht einfach, wenn der Markt das, was er jetzt hier macht, nicht macht, dass der Markt halt dann da reingeht, ein Stück hochgeht und dann die Range dann verlagert und dann hier hin und her geeiert wäre. Ja, und dann kommt dann hier dieser große Bauch zustande. Dieser hier. So. Ja. Aber gut, am Ende jetzt ganz gut gehalten, Attacke gemacht und damit das Trendprofil bestätigt. Ja, weil Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, ja, und dazu passend immer zur Bewegung, Korrekturen sind immer Berg und Täler. Ja. Also, wenn wir das halt haben, in einem Trend halt, so, dann ist immer so: Bewegung, der Markt schnippt da durch, korrigiert dann halt in das Low hinein, dann wieder hoch, dann eiert er hier so ein bisschen in der Trading Range, deswegen kommt dann das Volumen da hoch. Ja, dann bricht er ja wieder aus, da ist dann wieder wenig Volumen, dann setzt er dort wieder auf und dann geht er weiter und dann und so weiter und so fort. Ja, und dann eiert das darum. Jetzt muss halt sich nur zeigen, ob das hier oben, also ob die halt da oben noch was dran basteln können. Das wird halt das Interessante halt werden. Und das ist halt das Problem auch vieler,
die dann das vorwegnehmen. Ja, das ist das Problem, denn viele, die es vorwegnehmen, weil klar, was braucht man für so ein Trendprofil? Logischerweise, ja, halt. Das will ich nochmal schnell zeichnen. Fertig. Ja, und das ist halt, dass die ganz große Gefahr ist, ja, dass wir jetzt hier halt hier den Durchstich brauchen, so wenig Volumen, und dann brauchen wir ja hier oben die Range. Das heißt, vom Verlauf her müsste der Markt hier ausbrechen, komplett hier hochgehen, oben Konsolidierung finden, und dann hätten wir erst den neuen Schub. Ja, wenn der Markt das hier nur anfixt und jetzt so runterkommt, ja, dann immer wiederum interessant, dass das dann halt scheitert, ne? Und so scheitern halt immer die Trendtrader bei solchen Verläufen. Gut. So. Gut. Also, Markt jetzt dann doch wieder unter die Dings runtergefallen, also unter die 44er Marke, damit ein Fehlausbruch auf der Oberseite. Jetzt müsst ihr halt gucken, wie weit es da runtergeht. Aber das interessiert mich nicht, weil jetzt Mittagspause ist. So. An der Stelle hat mich auf alle Fälle gefreut. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet auch ein bisschen was von meinem Stil sehen. War jetzt nicht mega erfolgreich, weil der Verlusttrade war jetzt höher wie der Gewinntrade. Und am Ende ist das Plus jetzt nur entstanden durch den Trades, die ich vor 10 Uhr schon gemacht habe. Ja, und ja, der Markt war heute nicht ganz so einfach, aber ich hoffe, dass ich euch einfach ein bisschen was zeigen konnte, wie ich persönlich mit dem Stereo Trader in Kombination handel. Ja, und falls euch das interessiert, habt ihr jetzt ja gute Beispiele, wie ich mich da, welche Funktionen ich im kurzfristigen Trading nutze, um dort schnell und aktiv am Markt sein zu können. Ja, wünsche euch für heute noch allzeit gute Trades, und ja, an der Stelle, ich bin dieses Jahr nicht mehr bei FX Flat in einem Live-Webinar zugegen. Von daher eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr an der Stelle, und ich denke mal, wir werden auch hier nächstes Jahr dann die Webinarreihe weiter fortsetzen. Ja, und wie gesagt, wem das zu viel an Informationen war, der Nelson lädt das ja hoch bei YouTube, und dann kann man sich ja auch diese Informationen dort nochmal zu Gemüte führen, wo es sich nur empfehlen kann. Ich gebe mal zurück nach Ratingen zu FX Flat. Ja, vielen Dank, Heiko. Also definitiv konntest du heute wieder was zeigen und viele Informationen uns geben. Sehr informativ, sehr lehrreich. Kann die Feedbacks würde ich jetzt hier runterrattern und durch alles durchaus positiv. Und deswegen werde ich die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich online stellen, so dass man das auch alles nacharbeiten kann. Ich wünsche dir auch natürlich, falls wir uns nicht mehr hören, auch noch eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir nächstes Jahr wieder hier zusammen Webinare machen können an die Teilnehmer. Vielen Dank für die, ja, für das Dabeisein, für das Interesse. Wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und mit dem Stereo Trader geht es auch Freitag weiter, NFP mit Dirk. Auch nochmal Dank an Dirk, der heute auch anwesend war. 14:15 Uhr geht es weiter und dann schauen wir mal, was die Märkte so machen. Also, bis dahin, gute Trades, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.